This is Audible. Minimalismus im Haus. Leben statt Wohnen. Mehr Raum in Haus und Kopf für ein glücklicheres Leben. Geschrieben von Brandon Michaels und Miranda Michaels. Gelesen von Elke Winkler. Kapitel 1. Einleitung. Vermutlich kennst du das auch. Im Leben sammeln sich für gewöhnlich jede Menge Dinge an. Möbel, Besteck, Erinnerungsstücke, Kleidung und anderes. Schnell kann es dann passieren, dass du die Übersicht über deinen Besitz verlierst. Das hat zur Folge, dass du zum Beispiel beim Suchen nach bestimmten Dingen viel Zeit und Mühe investierst, ehe du sie in einer staubigen Ecke versteckt oder unter Dutzenden anderen Sachen findest. Oder du hast eventuell vergessen, was du alles irgendwann einmal angeschafft hast und wunderst dich dann später, wenn du mal ein ungenutztes Elektrogerät oder ein nie angezogenes Kleidungsstück findest. Du wunderst dich, warum du dir das damals überhaupt zugelegt hast. Darüber hinaus kann ein Überfluss an Besitz aber auch schlicht Stress bedeuten. Stell dir nur einmal vor, dass du auf der Suche nach einem wichtigen Dokument bist und dich erst durch hohe Stapel an Briefen und Schriftstücken durcharbeiten musst, die sich im Laufe der Zeit an den verschiedensten Plätzen in deiner Wohnung angesammelt haben. Oder du musst dringend zu einem Termin, kannst aber nicht die dafür passenden Kleidungsstücke finden, weil sie in den Tiefen deines Schrankes verschollen sind. Um solche oder ähnliche Situationen zukünftig zu entschärfen, möchte ich dir in diesem Buch das Prinzip des Minimalismus für dein Zuhause vorstellen. Ich werde dir erklären, was sich dahinter verbirgt und wie du den Überfluss an Dingen in deinem Haushalt ganz einfach beseitigen kannst. Zudem werde ich dir erklären, welche Vorzüge es für dich haben kann, wenn du einmal gründlich auf- und ausräumst und dir Mittel und Wege aufzeigen, mit denen du diese Aufgabe wirklich spielend leicht bewältigen kannst. Aber ich möchte dir auch näher bringen, warum es überhaupt häufig dazu kommt, dass sich im eigenen Zuhause mehr befindet als eigentlich notwendig. Was verbirgt sich hinter dem Sammeln? Warum holen wir uns Dinge ins Haus, die wir später so gut wie nie nutzen? Und gibt es Möglichkeiten, damit du in der Zukunft vor so einem Verhalten sicher bist? Der Minimalismus kann dir dabei helfen, nicht nur in deinen eigenen vier Wänden, sondern auch in deinem Kopf Ordnung zu schaffen. Denn du kannst durch ihn lernen, die kleinen Dinge mehr zu schätzen. Außerdem hast du die Möglichkeit, dein Leben simpler und stressfreier zu gestalten und dir mehr Zeit für Sachen zu nehmen, die wichtiger als das Suchen nach deinen Schlüsseln, benötigten Briefen oder einem Kleidungsstück sind. Wie du das anstellen kannst, wird dir in diesem Buch näher gebracht, damit auch du schon bald das Prinzip des Minimalismus für dich nutzen kannst. Kapitel 2: Minimalismus. Was ist das? Minimalismus leitet sich von dem lateinischen Wort Minimum für das Kleinste, das Niedrigste ab und beschreibt eine persönliche Einschränkung auf die wenigsten Dinge oder Handlungen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Diese Einschränkung ist dabei nicht erzwungen, sondern freiwillig gewählt. Der Begriff Minimalismus tauchte zum ersten Mal in den 1960er Jahren auf und diente zur Beschreibung einer Kunstrichtung, deren Kunstwerke statt detaillierten Szenen, Porträts oder Landschaften sehr vereinfachte Dinge darstellten. Ein Beispiel dieser Kunst sind die Werke des amerikanischen Künstlers Donald Judd, der als einer der Mitbegründer des künstlerischen Minimalismus gilt. Die Kunstwerke von Judd bestehen fast ausschließlich aus Rechtecken und Würfeln. Eine Installation von ihm beinhaltet vier solcher Würfel in der gleichen Größe und gleichen Farbe, die nebeneinander angeordnet sind. Der minimalistische Künstler Hiroyuki Arashi malt dagegen Bilder, die nur aus einer Farbe bestehen. Eines seiner Werke ist schlicht eine gelbe Leinwand. Ein anderes ist eine Leinwand, die ausschließlich rot bemalt ist.
Noch bis in den Anfang der 2000er Jahre hinein galt Minimalismus ausschließlich als eine künstlerische Stilrichtung. 2008 wurde der Begriff dann erstmals auch auf die allgemeine Lebenssituation übertragen. Verantwortlich dafür war der Amerikaner Dave Bruneau, der ein Buch mit dem Titel The 100 Things Challenge veröffentlichte. In seinem Buch erklärte Bruneau, dass er in seinem Leben an einen Punkt gelangt war, an dem er sich fragte, wo sein bisheriges Konsumverhalten hinführen sollte. Er entschied für sich, dass er zu viel überflüssigen Besitz, wie beispielsweise ungenutzte Sportgeräte oder Werkzeuge, in seiner Garage hatte, welche nur Platz wegnahmen und Staub ansetzten. Daraufhin startete Bruneau einen Selbstversuch. Er reduzierte sich und sein Leben für ein Jahr lang auf lediglich 100 Besitztümer. Er entsorgte alles, was für ihn keinen Nutzen hatte, egal ob überschüssige Kleidungsstücke, Bücher oder Elektrogeräte. Für ein Jahr lang lebte er nur mit den 100 Dingen, auf die er absolut nicht verzichten konnte. Seine Erfahrungen, welche er in seinem Buch festhielt, machten ihn quasi über Nacht berühmt. Zeitungen und Fernsehshows berichteten über Dave Bruneau und sorgten dafür, dass sich auch andere Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befanden, ein Beispiel an dem Experiment des Amerikaners nahmen und selber anfingen, ihren Besitz zu verringern. Der Minimalismus galt von da an, auch abseits des Kunstbegriffes, als Bezeichnung für einen vereinfachten, reduzierten Lebensstil. Geschichtliche Vorläufer des Minimalismus. Obwohl die Idee von Dave Bruneau den heutigen Minimalismusbegriff geprägt hat, ist das Konzept eines Lebens nur mit dem Notwendigsten alles andere als neu. Tatsächlich gibt es viele historische Quellen, welche als Urväter oder Vorläufer des Minimalismus bezeichnet werden können. Einer dieser Vorläufer ist die Askese. Bei diesem Lebensstil, der oft aus der Antike stammt und sowohl in Griechenland als auch in Indien seine Wurzeln hat, gingen die Anhänger einen umfassenden Verzicht von Luxus oder Komfort ein. Das Ziel sollte es sein, den eigenen Körper rein und stark zu halten. Ein anderes Beispiel ist das ebenfalls der Antike entstammende Modell eines spartanischen Lebens. Sparta war ein Staat des antiken Griechenlands. Die Einwohner des Staates galten als besonders hart und diszipliniert, was Sparta den Ruf der effizientesten militärischen Streitmacht der damaligen Zeit einbrachte. Den Spartanern wurde nachgesagt, dass sie ihren hohen Grad an Stärke und Diszipliniertheit erreichten, weil sie neben einer sehr strengen Erziehung auch einen sehr einfachen Lebensstil pflegten. Jede Form von Luxus oder Dinge der Vereinfachung wurden abgelehnt. Nach der spartanischen Vorstellung verweichlichen solche Sachen nur den Körper und den Geist, weshalb nicht einmal bequeme Betten erlaubt gewesen sein sollen. Auch heute noch wird der Begriff spartanisch verwendet, um sehr einfache Ausstattungen ohne viel Komfort oder Schnickschnack zu beschreiben. Als Dave Bruneau seinerzeit hätte vielleicht auch der antike griechische Philosoph Diogenes von Sinope gegolten. Denn ihm wird nachgesagt, dass er ein Verfechter der Bedürfnislosigkeit gewesen sein soll und alle Dinge abgelehnt habe, welche nicht zum Überleben notwendig sind. Er soll sogar so weit gegangen sein, dass er keinen festen Wohnsitz beanspruchte, sondern umherzog und mal in Türeingängen und mal in offenen Fässern oder Tonnen geschlafen haben. Letzteres machte ihn auch weit über seinen Tod, vermutlich um 325 vor Christus herum, bekannt. Doch nicht nur in Griechenland wurde ein vereinfachtes Leben praktiziert. Auch im Orient und im späteren Asien finden sich bereits Quellen des Minimalismus. Ein Beispiel hierfür sind die indischen Samanas oder auch Shramanas geschrieben. Dabei handelt es sich umgangssprachlich um Bettelmönche, welche in der Antike umherzogen und nur die Kleidung besaßen, die sie am Leib trugen. Die Samanas lehnten Lebensweisen wie das indische Kastenwesen oder die religiöse Ansicht der Wiedergeburt ab und vertraten die Ansicht,
dass sie sich durch ein stark vereinfachtes Leben von allen weltlichen oder spirituellen Notwendigkeiten befreien könnten. Die Bezeichnung als Bettelmönche hatten die Samanas, weil sie auf Almosen von anderen Menschen angewiesen waren. Auch heutzutage gibt es noch Gruppen von Gläubigen, die als Samanas durchs Land ziehen. Ebenfalls bekannt für die Bevorzugung eines vereinfachten Lebens ist der Buddhismus. Allerdings wird im Buddhismus nicht klar erklärt, dass Besitz an sich schlecht ist oder was zu viel Besitz sein könnte, sondern lediglich, dass man die Dinge, die man hat, achten soll und dass man sich nicht mit Sachen umgeben soll, die von den eigenen Zielen und Aufgaben ablenken könnten. Häufig wird dieser Aspekt aber falsch aufgegriffen und so ausgelegt, dass Buddhisten alles abschaffen sollten, was ihnen die Erleuchtung bringen könnte, also jeglichen materiellen Besitz. Ein moderneres Beispiel für eine regelrechte Minimalismuskultur findet sich wiederum in Nordamerika. Die Amischen, eine in den USA und Kanada verbreitete Glaubensgemeinschaft, sind dafür bekannt, dass sie ein sehr vereinfachtes Leben führen. Die Mitglieder der Gemeinschaft leben und arbeiten als Landwirte, Handwerker oder Zimmermannsleute und sind sehr religiös orientiert. Sie lehnen Technik fast vollständig ab und versuchen weitestgehend autark, also selbstversorgend zu leben. Auf der einen Seite ist das Leben der Amischen anstrengender, da sie keine modernen Geräte wie beispielsweise Autos oder Maschinen verwenden. Auf der anderen Seite sind sie aber auch frei von dem Einfluss von Computern, Smartphones oder dem Fernsehen. Auch wenn die oben genannten Vorläufer alle unterschiedlicher Auffassung eines reduzierten Lebens sind, lassen sie sich dennoch einheitlich als Ursprünge des heutigen Minimalismus zusammenfassen. Kapitel 3: Warum wir normalerweise nicht minimalistisch leben. Der Minimalismus als solches ist eine Lebensart, die die Menschen erst lernen müssen, da sie in ihrem bisherigen Leben nach anderen Grundprinzipien agiert haben. Eines dieser Prinzipien, das noch aus der Urzeit stammt, ist das Leben als Jäger und Sammler. Diese Verhaltensweise bezog sich ursprünglich nur auf den Lebenserhaltungstrieb. Die Menschen der Steinzeit jagten Tiere und sammelten Früchte und Beeren, um sie zu verzehren. Da sie auch Nahrung für solche Zeiten benötigten, in denen sie keine Jagdbeute ergattern oder nicht sammeln konnten, horteten sie die Nahrung und lagerten sie so gut es ging ein. Diese Verhaltensweise, die früher das Überleben sicherte, ist bei den meisten Menschen auch noch heute vorhanden. Allerdings ist das Prinzip des Jägers und Sammlers nicht mehr nur auf Nahrungsmittel beschränkt, sondern kann bei nahezu allen Dingen zum Vorschein kommen. Manche Leute sammeln gerne CDs oder Bücher, andere kaufen für ihr Leben gerne Schuhe und wieder andere möchten als Fan eines Stars alles besitzen, was mit diesem Star zu tun hat. Warum dieses Verhalten noch existiert, ist nicht eindeutig geklärt. Fest steht aber, dass es den Menschen eine gewisse Befriedigung bringen kann, wenn sie etwas jagen, also etwas suchen und finden und dann von ihrer Jagd eine Trophäe mitbringen, welche sie sammeln. Eine andere Lebenseinstellung, nach der viele Menschen leben, ist das Prinzip des Kaufens und Wegwerfens. In Zeiten, in denen du nahezu alles entweder im Supermarkt um die Ecke oder mit einem Klick im Internet kaufen kannst, ist es leicht, sich Sachen zuzulegen, die nicht unbedingt zum Leben notwendig sind. Die Hintergründe für solche Einkäufe können unterschiedlich sein. Vielleicht siehst du irgendwo ein Angebot oder ein Schnäppchen und du denkst dir, dass du unbedingt zugreifen musst, solange es noch so günstig ist. Oder vielleicht kommst du mit Freunden und Kollegen ins Gespräch, die dir von ihren letzten Anschaffungen vorschwärmen, sodass du am nächsten Tag auch losziehst und dieselbe Anschaffung tätigst. Oder du wirst, ganz banal ausgedrückt, so manipuliert, dass du einfach etwas kaufst, auch wenn du dir später eingestehen musst, dass du auch gut ohne diesen Kauf hättest leben können. Bei Minimalismus wirst du dagegen lernen, vor dem Kauf einzuschätzen, ob du eine Anschaffung brauchst oder nicht.
Die Psychologie des Kaufens und Verkaufens. Bei den oben genannten Beispielen steht weniger der Nutzen deiner Einkäufe im Vordergrund, sondern eher die Frage, ob du sie dir leisten kannst. Generell ist es so, dass Leute, die durch ihren Beruf ausreichend Geld verdienen und nicht auf jeden Cent schauen müssen, auch eher anfällig dafür sind, das Geld schnell wieder auszugeben. Aber auch diejenigen, die eigentlich sparen sollten, werden öfters zum Geld ausgeben und zum unnötigen Kaufen verführt, als ihnen bewusst ist. Das machen psychologische Tricks möglich, die von Werbefirmen und Verkaufsstellen wie Supermärkten oder Internetplattformen angewendet werden, damit du eher mal einen Spontankauf tätigst, unabhängig davon, ob das Geld ausreichend vorhanden ist oder nicht. Auf einige dieser Tricks möchte ich an dieser Stelle eingehen. Erstens, der Einkaufswagen. Ein Einkaufswagen wird von Minimalisten so gut wie nie benutzt, denn er beeinflusst dich als Kunden gleich doppelt. Zum einen sind die Wagen gewollt groß. Die Betreiber von Supermärkten würden es vielleicht als Komfort gegenüber den Kunden bezeichnen, damit sie den Platz haben, den sie für all ihre Einkäufe benötigen. Tatsächlich bietet der Einkaufswagen aber in der Regel mehr Platz, als du mit deinen normalen Einkäufen ausfüllen würdest. Der Grund hierfür ist simpel. Wenn du durch die Reihen der Regale fährst und etwas findest, das du zwar nicht geplant gekauft hättest, landet es oft trotzdem in deinem Einkaufswagen. Einfach, weil du noch genügend Platz hast und dir keine Sorgen machen musst, dass der Wagen überfüllt ist. Manche Psychologen gehen sogar so weit zu sagen, dass es der große Stauraum ist, der dich zum Kauf verleitet. Du möchtest ja nicht mit einem zu leeren Einkaufswagen an der Kasse ankommen. Deshalb tust du mehr in ihn, als du eigentlich kaufen wolltest. Zum anderen sind viele Einkaufswagen bewusst schief. Die Kanten des einen Endes sind höher und bei vielen Modellen auch etwas breiter als die Kanten des anderen Endes. Das Ende mit den höheren Kanten ist dann auch gleichzeitig das Ende, an dem sich die Griffe befinden, mit denen du den Wagen vor dir herschiebst. Erneut wird diese Eigenheit als Komfort für den Kunden vermittelt, verbirgt aber ebenfalls einen kleinen psychologischen Kniff. Denn die meisten Einkäufer neigen dazu, ihre Einkäufe möglichst nach hinten in den Einkaufswagen zu legen. Das ist ein reiner Akt der Bequemlichkeit. Sie wollen einen Artikel schnell ablegen und später an der Kasse wieder schnell rausholen. Aber gerade durch diese Bequemlichkeit und den Schnitt der Einkaufswagen verliert man die Artikel, die sich ganz hinten befinden, auch leicht aus den Augen. Sie landen im Wagen und sind erst einmal vergessen. Erst an der Kasse, wenn alle Einkäufe aufs Band gelegt werden müssen, stellt man überrascht fest, was alles im Einkaufswagen verschwunden ist. Und dann ist es meistens schon zu spät, um umzukehren oder etwas ohne großen Aufwand zurückzulegen. Zweitens, der Supermarktrundgang. Reingehen, Milch kaufen, zur Kasse gehen und bezahlen. So einfach funktioniert es in keinem Supermarkt mehr. Denn nahezu jedes Geschäft ist so erdacht, dass die Kunden nicht einfach in einer geraden Linie zu ihrem Ziel kommen. Die vielen Regale und Reihen bilden ein regelrechtes Labyrinth, welches durchschritten werden muss, um das zu finden, was man sucht, bevor es auf dem Weg zur Kasse geht. Gleichzeitig findet sich in der Anordnung der Waren ein wiederkehrendes System. Kommst du in einen Supermarkt herein, dann findest du im Eingangsbereich, häufig direkt hinter den Schranken, die Stände für Obst und Gemüse. Das liegt weniger daran, dass diese Waren am häufigsten gekauft werden sollen, sondern ist ebenfalls ein kleiner Trick. Diese Waren sollen gesunde Frische vermitteln und die Kunden in den Laden locken. Gehst du dann weiter, kommen normalerweise Frühstücksprodukte wie Cornflakes, Toastbrot oder Kaffee. Es geht weiter mit Zutaten für das Mittagessen und Fertiggerichten. Den Scheitelpunkt des Rundgangs stellen dann die Tiefkühlprodukte und falls vorhanden die Fleischerei und die Milchwarenabteilung dar. Es wird gerne argumentiert, dass diese Abteilungen so weit hinten im Markt stehen müssen, weil dort bessere Stromanbindungen sind oder weil man eventuelle Geruchsbelästigungen verringern möchte.
Der wahre Grund ist allerdings, dass diese Abteilungen die umsatzstärksten in jedem Supermarkt sind. Die meisten Kunden besorgen sich entweder etwas aus der Tiefkühltruhe oder sie möchten frisches Fleisch, frischen Käse oder andere Produkte aus diesen Abteilungen. Würden sich diese Abteilungen direkt am Eingang eines Supermarktes befinden, könnte ein Kunde einfach reingehen, sich seine Einkäufe holen und direkt zur Kasse weitergehen. Das ist aber nicht im Sinne eines besseren Umsatzes, da der Kunde so nicht von anderen Produkten in den Regalen wirklich Kenntnis nehmen und sich zu kleinen Spontankäufen verleiten lassen kann. Darum werden die Abteilungen, die am meisten aufgesucht werden, am weitesten vom Eingang und den Kassen entfernt zu finden sein. Der Kunde ist dadurch gezwungen, tiefer in den Supermarkt hineinzugehen, was wiederum die Chancen erhöht, dass er etwas sieht, was er eigentlich nicht kaufen wollte, es aber dennoch mitnimmt. Nach Tiefkühl, Fleischerei und Milchprodukten wird der Weg dann langsam in Richtung der Kassen gelenkt. Anders als die erste Hälfte des Supermarktrundganges, der hauptsächlich von Nahrungsmitteln dominiert wird, finden sich in der zweiten Hälfte eher Artikel für den Haushalt wie Spülmittel, Müllbeutel, aber auch Hygieneartikel wie Duschgel oder Zahnbürsten. Eine große Abteilung ist anschließend der Unterhaltungsbereich. Für Kinder und Jugendliche gibt es in diesem Bereich Spielwaren und Videospiele. Erwachsene sollen dagegen durch Zeitungen, CDs, DVDs oder eventuell auch durch Elektronikwaren wie Kaffeemaschinen oder sogar Fernseher aufgehalten werden. Erst wenn diese Hürde überwunden ist, lassen sich die Kassen erreichen. Aber auch hier sollen die Kunden noch eine letzte Möglichkeit für Spontankäufe bekommen bzw. dazu verführt werden. Denn an den Kassen befindet sich die sogenannte Quengelabteilung. Der Name rührt daher, dass es gerade kleine Kinder sind, die sich in dieser Abteilung bedienen wollen und dann buchstäblich quengeln, bis ihre Eltern dort etwas kaufen. Die Quengelabteilung beinhaltet nämlich an jeder Kasse kleine Süßigkeiten wie Überraschungseier oder kleine Bonbonpackungen. Wenn die Kinder an der Kasse warten, werden ihre Blicke automatisch auf die bunten Verpackungen gelenkt und sie greifen ohne groß nachzudenken zu. Doch der Kassenbereich soll auch die Erwachsenen ein letztes Mal locken, durch Zigaretten und Alkohol in Miniflaschen. Erst wenn man seine Waren auf das Kassenband gelegt und bezahlt hat, endet der Rundgang der Supermärkte wirklich. Drittens, Kundenbremsen. Der Rundgang durch einen Supermarkt mag zwar etwas lang sein, könnte aber theoretisch schneller absolviert werden, wenn du ganz einfach an den Regalen vorbeilaufen würdest. Das haben die Betreiber der Supermärkte festgestellt und darum sogenannte Kundenbremsen eingeführt. Das sind einfach ausgedrückt kleine Engstellen, an denen du langsamer laufen musst. Sie sind mit Geschwindigkeitshügeln auf der Straße in einem Wohngebiet vergleichbar, welche auch dafür sorgen sollen, dass die Autos langsamer fahren. Der Unterschied darin besteht, dass die Geschwindigkeitshügel auf der Straße deutlich als solche erkennbar sind. Bei den Kundenbremsen im Supermarkt ist es nicht ganz so einfach, denn die Dinge, welche dich ausbremsen sollen, sind einfache Stände oder Paletten mit vermeintlichen Angeboten oder Aktionen. Diese werden dem Kunden häufig in Gängen und an den Enden von Regalen entgegengestellt, sodass man zwangsläufig an ihnen vorbeilaufen muss. Damit diese Bremsen nicht ganz so auffallen, werden sie so bestückt, dass sie zum Sortiment der Abteilung oder der Regale passen. In der Frühstücksabteilung würdest du zum Beispiel Toastbrot oder Teeprodukte auf solchen Ständen finden. Bei den Süßwaren sind es dann eher Schokoriegel oder Kekse. Die Produkte müssen nicht einmal etwas Besonderes sein, also nicht gerade vergünstigt sein. Es reicht einfach, dass sie den Weg des Kunden blockieren. Es ist normalerweise schon schwierig genug, flott durch ein Geschäft zu gehen, auch gerade dann, wenn du einen Einkaufswagen zwischen den Regalen und an den Ständen vorbei manövrieren musst. Wenn du dann zu Stoßzeiten einkaufst, in der viele Kunden im Geschäft sind und auch viele von ihnen mit einem Einkaufswagen unterwegs sind,
kann sich eine regelrechte Stop-and-Go-Situation in den Gängen entwickeln. Überholen oder an anderen Kunden mit dem Wagen vorbeifahren ist nahezu unmöglich. Für die Inhaber der Supermärkte ist das ein Segen, da du auf diese Weise länger vor den Regalen stehst und so eventuell einen Spontankauf tätigst. Die letzte Bremse, mit der du vermutlich auch schon Bekanntschaft gemacht hast, ist die Schlange an der Kasse. Generell spielt es keine Rolle, wie viele Kassen ein Geschäft besitzt. Es werden prinzipiell weniger aufgemacht, um die Kunden erst einmal zu verlangsamen und sie noch ein wenig länger in der Quengelabteilung zu halten. Wenn die Schlangen allerdings zu lang werden und es zu einem Rückstau kommt, werden die weiteren Kassen geöffnet. Das hat nicht zwangsweise etwas mit der Höflichkeit des Personals zu tun, sondern ist auch sehr ökonomisch gedacht. Zu lange Schlangen bedeuten, dass einige Kunden nicht mehr im Kassenbereich stehen, sondern in den Gängen oder vor den Regalen der letzten Abteilung warten müssen. Sie blockieren dann einfach gesagt die Produkte, welche andere potenzielle Einkäufer dann nur schwer erreichen können. Gleichzeitig steigt bei Kunden, die länger warten müssen, der Stresspegel. Sie werden genervt und haben dann keine Lust mehr, entspannt über die Produkte im Kassenbereich zu schauen. Darum werden die Kassen bei längeren Schlangen geöffnet, damit die Wartezeit an der Kasse gerade so im Toleranzbereich liegt, damit die Kunden noch einmal in der Quengelabteilung etwas mitnehmen, bevor sie bezahlen müssen. Viertens, der Blickfang. Nicht nur dein Laufweg und deine Laufgeschwindigkeit werden in Supermärkten beeinflusst, sondern auch wohin du schaust. Es gibt in jedem Geschäft eine ganze Reihe von Blickfängen, welche deine Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dich so ablenken sollen, dass du etwas in deinen Einkaufswagen legst, was du eigentlich gar nicht haben möchtest. Die verbreitetste Art der Blickfänge besteht in Angebotsschildern. Überall, wo Angebot dran steht, finden sich auch Kunden, die diese Angebote, egal wie groß oder klein, wahrnehmen werden. Denn immerhin vermitteln diese Schilder, dass es im Laden etwas gibt, womit der Kunde Geld sparen kann. Und das stellt für jeden Einkäufer einen gewissen Anreiz dar. Aber die Angebotsschilder bauen auch einen gewissen Druck auf. Ein Angebot ist schließlich nicht unbegrenzt vorhanden, sodass du schnell zugreifen musst, wenn du sparen willst. Wartest du zu lange, ist das Angebot wieder weg und ein Produkt kostet erneut seinen Normalpreis. Dieser Zeitdruck lässt die Kunden oft vergessen, ob sie das angepriesene Angebot wirklich benötigen, sodass sie zugreifen, selbst wenn sie es eigentlich nicht einkaufen wollten. Ein weiterer Blickfang sind bunte Neuschilder. Damit werden Produkte bzw. Varianten von bekannten Produkten ausgezeichnet, welche noch nicht lange im Markt vorhanden sind. Waren, welche als neu dargestellt werden, nutzen die Neugierde des Kunden am Unbekannten aus. Vielleicht kennt er schon einen bestimmten Schokoriegel. Wenn er aber liest, dass dieser Riegel jetzt neu ist, weil er mit weißer statt mit dunkler Schokolade gemacht wurde, dann fragt er sich, wie das wohl schmecken würde und greift gerne zu. Die Aussichten auf einen Kauferfolg sind hoch, selbst wenn ein Kunde das Ausgangsprodukt eigentlich nicht mag. Neu suggeriert, dass ein Produkt in irgendeiner Weise anders als das ist, was man bisher kennengelernt hat, und das regt zum Kaufen und Ausprobieren an. Die letzte und auch aufwendigste Variante des Blickfangs besteht nicht aus Schildern, sondern wird allein durch die Präsentation von Produkten gewährleistet. Obst und Gemüse wird immer möglichst frisch dargestellt. Das funktioniert unter anderem, indem die Waren immer mal wieder mit einer Sprühflasche voll Wasser leicht eingenebelt werden, damit sie unter den Lampen schön glänzen. Die Lampen selbst sind ebenfalls ein Hilfsmittel, da viele Supermärkte ein warmes oranges oder helles gelbes Licht verwenden, damit Obst und Gemüse frischer wirken. In der Fleischabteilung ist es dagegen rotes Licht, welches das Fleisch auch nach mehreren Stunden noch schön rot oder rosa wirken lässt, auch wenn es eventuell schon etwas angegraut ist. Selbst die Anordnung der Waren ist nicht dem Zufall überlassen,
sondern beruht auf marktwirtschaftlichen Untersuchungen. Formen wie die Pyramide oder die Stufe sollen auf der einen Seite zeigen, dass noch eine ausreichende Stückzahl eines Produktes vorhanden ist. Auf der anderen Seite sollen sie das einfach Zugreifen und Wegnehmen begünstigen. Ein Kunde braucht immer nur aus der obersten Reihe der Pyramide oder Stufen die Produkte abzunehmen und muss nicht umständlich in ein Regal hineingreifen. Die Anordnungen der Waren sind dabei teilweise so präzise, dass es regelrechte Verordnungen gibt, was verkauft werden kann und was nicht. So weigern sich zum Beispiel viele Supermärkte, zu stark gebogene Gurken oder Spargel zu verkaufen. Der Grund? Es passen weniger krumme Stücke auf die Paletten und diese sehen dann leerer aus. Bei geraden Stücken kann man sie dagegen leicht übereinander stapeln, was einen volleren Eindruck vermittelt und die Kunden zum Kauf anregen soll. Aus demselben Grund werden die Regale der Supermärkte auch mehrmals am Tag aufgefüllt. Es soll immer so aussehen, als wäre eine sehr große Auswahl vorhanden, denn eine große Auswahl besagt, dass Kunden ungehemmt dazugreifen und auch ruhig zwei oder drei Stück von einem Produkt für sich beanspruchen können. Fünftens, Versprechen der Werbung. Die Werbung ist ein anderer Faktor, der dich zum Kaufen von Dingen verleiten soll, die für dich eigentlich keinen Nutzen haben. Je nach Produkt gibt es dafür verschiedene Ansätze, welche immer das gleiche Ziel haben. Die angepriesene Ware muss möglichst gut aussehen. Bei Lebensmitteln kommt häufig das sogenannte Food Styling zum Einsatz. Dabei werden die Lebensmittel so angeordnet und nachbearbeitet, dass sie dir allein beim Anschauen der Werbung buchstäblich das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Mit dem eigentlichen Endprodukt haben die gestylten Werbeprodukte aber in der Regel kaum noch Ähnlichkeit. Stell dir beispielsweise eine Werbung für eine Müsli-Sorte vor. In den 30 Sekunden langen Clips werden dir neben den eigentlichen Getreideflocken jede Menge frisches Obst, Mandeln oder Nüsse und leckere Milch gezeigt, die das Frühstück abrunden. In der Packung sind dann aber nur einfache Haferflocken und Obst in Form von geschwefelten Ministückchen. Würde man den gesunden Obstteil von der Menge der Flocken trennen, dann würde das tatsächlich vorhandene Obst nicht einmal 20% des Müslis ausmachen. Trotzdem hast du sicherlich auch nach dem Sehen der Werbung die Hoffnung, dass das Müsli wirklich so aussieht, wie es beworben wird. Ein anderes Beispiel für Werbeschummeleien sind Fitnessgeräte. Diese werden immer von schlanken, durchtrainierten Menschen angepriesen. Im Idealfall werden die bekannten Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, welche aussagen: So sah die Person vor dem Training aus, etwas übergewichtig und nicht wirklich glücklich. Und so sieht die gleiche Person heute aus. Rank, schlank, durchtrainiert und mit sich selbst im Reinen. Und wenn diese Personen dann auch noch vorführen, wie einfach das Gerät zu bedienen ist, dann fällt es nicht schwer zu glauben, dass man selbst auch so tolle Effekte mit dem angepriesenen Fitness-Equipment erzielen kann. Was die Werbung aber bewusst verschweigt, ist die Tatsache, dass auch bei diesen Anpreisungen erheblich geschummelt wurde. Der Trick ist ähnlich einfach wie das Foodstyling. Es werden durchschnittliche Komparsen gesucht und für die beiden Bilder speziell hergerichtet. Für das Vorherbild werden dann einfach ein paar Kilogramm hinzugezaubert. Das funktioniert entweder mit umgeschnallten Kissen, Watte in den Wangen oder etwas Make-up, um die Haut etwas ungesünder wirken zu lassen. Oder die Statisten werden gleich in einen Fettsuit gesteckt. Bei letzterem handelt es sich um ein gepolstertes Kostüm, welches den Körper einfach dicker wirken lässt, als er wirklich ist. Die positive Verwandlung für die Nachherbilder ist im Vergleich deutlich einfacher. Hier reichen häufig ein wenig Make-up, die richtige Beleuchtung und sportliche Kleidung, um einen gesunden Trainingseffekt zu vermitteln. Die Statisten dürfen auf den zweiten Aufnahmen nicht zu sportlich oder zu durchtrainiert aussehen. Denn das würde die Illusion zerstören, dass das Fitnessgerät auch für den Durchschnittsbürger geeignet wäre, der nicht jeden Tag 6 Stunden lang Sport treibt. Es gibt keine Werbung, die nicht ohne solche kleinen oder größeren Tricks auskommt.
Mal wird ein prominentes Gesicht verwendet, um ein Produkt zu bewerben. Ein anderes Mal siehst du einfach jede Menge glücklicher, zufriedener und hübscher Leute, die sich in der Werbung freuen, dass sie sich das beworbene Objekt gekauft haben. Und wieder ein anderes Mal werden die Vorzüge des Produktes angepriesen, ohne dabei deutlich zu erwähnen, dass es auch negative Aspekte geben kann oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen, bevor die positiven Dinge eintreten können. All das soll dir nur zeigen, dass eine beworbene Sache gut und für dich quasi unverzichtbar ist, damit du möglichst ohne noch einmal nachzudenken losgehst und sie dir kaufst. Sechstens, Rabatte und Boni. Diese Methode ist sehr verbreitet und wird sowohl von der Werbeindustrie als auch von den Supermärkten selbst verwendet. Bei den Rabatten und Boni ist das Ziel immer, dass du eigentlich etwas kaufst, was du so nicht haben wolltest. Dabei gibt es generell drei unterschiedliche Varianten dieser Methode. Die erste Form ist der Rabatt auf bestimmte Mengen. Entweder wird dabei der Preis ab einer gewissen Menge verbilligt, sodass du beispielsweise statt 1,99 Euro für eine Tafel Schokolade nur 1,69 Euro bezahlst, wenn du mehr als drei Tafeln kaufst. Oder es gibt die berüchtigten Gratiseinkäufe. Dabei handelt es sich um Aktionen wie Kauf 3, zahl 2 oder 10 Flaschen kaufen und eine Flasche zusätzlich geschenkt bekommen. Die zweite Form ist der zeitlich begrenzte Rabatt. Bei dieser Variante gibt es zum Beispiel 20% auf ein Fernsehgerät oder einen Grill, aber nur, wenn du ihn innerhalb der nächsten 24 Stunden kaufst. Als dritte Form sind Bonusprogramme und Sammelaktionen zu erwähnen. Hierbei erhältst du ab einer bestimmten Einkaufshöhe eine kleine Belohnung. Bei diesen Belohnungen kann es sich entweder um Sammelobjekte wie Figuren oder Aufkleber zu einem aktuellen Film oder einer aktuellen Veranstaltung oder um Rabattpunkte handeln. Bei letzterem musst du erst eine gewisse Anzahl an Punkten sammeln und erhältst dafür als Ausgleich einen einmaligen Preisnachlass auf bestimmte Artikel. Dabei ist zu erwähnen, dass die Rabattpunkte in der Regel nicht kombinierbar sind. Das bedeutet, dass du nicht 60 Punkte sammeln kannst und 30% Preisnachlass bekommen kannst, wenn du für 30 Punkte 15% erhalten würdest. Ein Artikel lässt sich nur einmal durch ein volles Rabattheft verbilligen. Vielleicht fragst du dich, warum überhaupt Vergünstigungen irgendeiner Art angeboten werden. Immerhin scheint es ja so, als würden die Supermärkte einen Teil ihrer Ware einfach verschenken. Das Geheimnis der Rabatte ist aber ebenso simpel wie raffiniert, denn jede Form von Rabatt vermittelt den Eindruck, dass es irgendwo etwas zu sparen gibt. Und viele Menschen geben gerne weniger Geld aus, wenn sie dazu die Gelegenheit bekommen. Das rentiert sich für die Supermärkte, da sie schlicht mehr verkaufen, als sie es ohne die Rabatte tun würden. Das Ganze lässt sich an einem Beispiel erklären. Eine Tafel Schokolade kostet 1 Euro. Am Tag kaufen 20 Kunden jeweils eine Tafel Schokolade. Das macht also 20 Euro. Wenn die Tafel jetzt aber als Rabatt um 20% günstiger wird, kostet sie für einen kurzen Moment 80 Cent. Dieser Nachlass mag nur 20 Cent entsprechen und bei einer Tafel kaum was ausmachen. Um den Rabatt aber richtig auszunutzen, kaufen die Kunden nicht nur eine, sondern fünf Tafeln. Dafür bezahlen sie 4 Euro statt 5 Euro. Also wurde schon 1 Euro gespart. Oder man könnte auch sagen, dass sie eine Tafel geschenkt bekommen. Wenn aber alle 20 Kunden an einem Tag 5 Tafeln kaufen, dann macht der Supermarkt einen Umsatz von 80 Euro statt wie vorher nur 20 Euro. Damit hat der Supermarkt trotz des Nachlasses das Vierfache des ersten Tages eingenommen. Dieses Beispiel ist natürlich stark vereinfacht, aber es zeigt, wie eine Rabattaktion funktioniert und welche Unterschiede es machen kann. Das erklärt auch, dass die Supermärkte wöchentlich mit Rabatten und Aktionen werben, um möglichst häufig den oben beschriebenen Mehrkauf zu erzielen. Das sind nur einige der üblichsten Methoden, mit denen du zum Kaufen verführt wirst.
Ich werde dir allerdings später erklären, welche Möglichkeiten es beim Minimalismus gibt, um diese kleinen Fallen zu umgehen. Kapitel 4: Irrtümer und Mythen. Nachdem ich dir ein paar Gründe genannt habe, warum wir normalerweise nicht minimalistisch leben, möchte ich in diesem Kapitel mit einigen Gerüchten und Irrtümern aufräumen, welche sich um das Thema Minimalismus ranken. Erstens: Minimalisten müssen mit weniger als 100 Dingen auskommen. Das ist ein häufiger Irrtum, der sich leicht aufklären lässt. Wenn du von dem 100-Dinge-Limit liest oder hörst, dann bezieht sich der Autor allein auf die 100-Things-Challenge von Dave Bruneau, über die ich dir bereits in einem der vorherigen Kapitel erzählt hatte. Es stimmt zwar, dass Bruneau in seinem Buch beschreibt, wie er ein Jahr lang nur 100 Dinge besessen hat. Allerdings ist sein Buch nicht als Leitfaden zu verstehen, dessen Schritte eins zu eins befolgt werden müssen. Es schildert lediglich Bruneaus Selbstversuch und seine Erfahrungen. Da er aber quasi als Begründer des Minimalismus im Haushalt gilt, wird sein Versuch mit nur 100 Besitztümern gerne von Autoren als unbestreitbare Richtlinie des Minimalismus genannt, wenn sie sich nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigt haben. Dabei ist Dave Bruneau nach seinem Selbstversuch auch wieder zu seinem alten Lebensstil zurückgekehrt und lebt seitdem wieder mit mehr als nur 100 Sachen. Aber er hat durch seinen Versuch eben gelernt, dass er auf viele Dinge gut verzichten kann und diese auch konsequent aussortiert. Übrigens hat auch Dave Bruneau während seines Selbstversuchs ein wenig geschummelt und nicht wirklich nur 100 Sachen für ein Jahr verwendet. Als Ehemann und Familienvater lebte er nicht alleine in einer Wohnung und somit gab es auch Gegenstände in seinem Haus, welche seiner Frau oder seinen Kindern gehörten oder von allen Familienmitgliedern gleichermaßen genutzt wurden. Die 100 Dinge, auf die er sich bezieht, beschreiben deshalb lediglich seinen persönlichen Besitz, den er reduziert hat. Statt also jedes Zimmer leer zu räumen und seine Familie auch auf Besitzdiät zu setzen, hat er nur seine eigenen Sachen, wie die eigene Kleidung, das eigene Auto oder Freizeitartikel ausgeräumt. Von seinen 100 Sachen wurden also Dinge wie gemeinsam genutztes Geschirr, Besteck und die Eigentümer seiner Frau und seiner Kinder generell ausgeschlossen. Zweitens: Einmal ausräumen und fertig. Auch diese Fehleinschätzung wirst du sicherlich häufig finden. Es reicht ein einmaliges Entrümpeln, um minimalistisch zu sein. Dieser Gedanke ist schlicht falsch. Beim Minimalismus geht es nicht um ein einmaliges Erlebnis, sondern um eine andere Lebensweise als die, die du bisher gewohnt gewesen bist. Das Ausräumen deiner Schränke, Schubladen und Stauräume ist lediglich der Einstieg für ein minimalistisches Leben. Aber es hat keinen Effekt, wenn du danach weitermachst wie vorher und nichts an deinen Kauf- und Lebensgewohnheiten änderst. Das Ganze lässt sich gut mit Sport vergleichen. Da kannst du dich auch einen Tag lang total verausgaben und ordentlich an deinen Muskeln oder deiner Ausdauer arbeiten. Das wird aber nicht bewirken, dass du sofort topfit bist oder 20 Kilogramm verlierst. Du musst dein ganzes Leben umstellen, deine Ernährung anpassen und den Sport zu einem Teil deiner Alltagsroutine machen, um dich dauerhaft fit zu machen und deinen Körper in Form zu bringen. Genauso verhält es sich auch beim minimalistischen Haushalt. Sicherlich bringt dir das Ausräumen kurzzeitig ein gutes Gefühl. Du hast immerhin wieder mehr Platz in deinem Zuhause, alles ist ordentlich und du weißt, wo sich welche Sachen befinden. Wenn du aber ansonsten nichts änderst, dann wirst du spätestens in einem Jahr wieder an dem gleichen Punkt wie vor deiner großen Ausräumaktion sein. Um wirklich minimalistisch zu leben, musst du dir auch für dein Kaufverhalten Gedanken machen und überlegen, auf welche Dinge du in deinem Zuhause verzichten kannst. Außerdem wird es sich nicht zu 100% vermeiden lassen, dass sich in deiner Zukunft neuer Besitz in dein Haus oder deine Wohnung schleicht. Wenn du aber aufpasst, dann kannst du den Zuwachs an neuen Sachen gering halten und immer mal wieder Platz schaffen, um auf dem gleichen minimalistischen Level zu bleiben. Drittens: Minimalisten leben enthaltsam. Die Vorstellung, dass ein Minimalist
wie Diogenes in einem leeren Fass oder wie die Spartaner in einer fast leeren Wohnung lebt, trifft überhaupt nicht zu. Denn wie schon erwähnt, geht es im minimalistischen Leben darum, mit weniger Eigentümern auszukommen, sie aber nicht komplett abzulehnen. Es gibt keine Gesetze oder Gebote, die dir vorschreiben, du darfst keine Uhr haben oder du darfst kein iPad besitzen. Wenn du für dich entscheidest, dass so etwas zu den Sachen gehört, auf die du absolut nicht verzichten kannst, dann musst du es auch nicht. Der Minimalismus soll dir dein Leben leichter machen. Er soll dich aber nicht drastisch einschränken oder dich so reduzieren, dass du eventuell sogar deine Gesundheit riskieren würdest. Damit sind Extrembeispiele gemeint, in denen jemand zum Beispiel seine ganze Winterkleidung aussortiert und dann in den kalten Jahreszeiten ständig frieren muss. Ein anderes Beispiel dieser Art wäre, dass du den kompletten Inhalt deiner Speisekammer wegwirfst und dann, weil du mit so wenig wie möglich leben möchtest, pro Tag nur noch eine kleine Dose Mais oder dergleichen zu dir nimmst. Solche Situationen treten nur ein, wenn der Minimalismus falsch verstanden wird. Beim echten minimalistischen Leben musst du glücklicherweise keine so gravierenden Einschnitte machen. Viertens, Minimalismus ist eine Religion. Diese falsche Einschätzung hat zwei Ursachen. Zum einen den Irrglauben, dass du als Minimalist enthaltsam leben müsstest, und zum anderen die Bilder von Gruppen von Menschen, die ebenso enthaltsam leben. Denn wenn du an jemanden denkst, der wirklich in seinem Leben auf alles verzichtet und nur das Überlebensnotwendigste zu sich nimmt, dann fällt dir vermutlich auch als erstes ein Mönch oder eine Nonne ein. Zugegeben, solche Leute leben wirklich sehr vereinfacht und besitzen nahezu nichts. Das hängt aber damit zusammen, dass sie ihr Leben nach einem Glauben ausrichten und dieser ihnen vorgibt, dass sie mit wenig leben sollen. Der Minimalismus an sich ist aber nicht in irgendeiner Weise religiös motiviert und schreibt dir nicht vor, wie du leben musst. Es ist eine freiwillige Umgestaltung deiner Lebenssituation, welche du auch jederzeit wieder ändern kannst, falls du es möchtest. Fünftens. Minimalisten lehnen Geld ab. Auch diese Behauptung stimmt nicht, sondern beruht auf der Annahme, dass man als Minimalist ein Leben voll Verzicht und Enthaltsamkeit führen muss. Tatsächlich gibt es aber nur sehr wenige Menschen, die Geld als solches vollständig ablehnen, was auch einfach auf der Notwendigkeit eines gewissen finanziellen Hintergrundes beruht. Da du heutzutage für nahezu alles Geld benötigst, müsstest du für den absoluten Geldverzicht in eine Hütte im Wald ziehen und deine Grundversorgung, Wasser, Nahrungsmittel, Kleidung und Heizmittel für kalte Tage selbst aufbringen. Um es auf den Punkt zu bringen, ein minimalistisches Leben hat nicht zwangsweise mit Geld zu tun. Es ist genauso für jemanden mit einem Einkommen von 2000 Euro im Monat möglich, minimalistisch zu leben, wie für jemanden, der 10.000 Euro verdient. Denn für den Minimalismus soll ja kein zusätzliches Geld ausgegeben, sondern ganz im Gegenteil eingespart werden, indem du auf unnötige Ausgaben verzichtest. Wie du das Geld, das du dann einsparst, aber nutzt, ist ganz alleine dir überlassen. Sechstens, Minimalisten wollen keinen Luxus. Diese Vorstellung beruht auf dem gleichen Irrglauben, dass Minimalismus gleichzeitig ein Ablehnen von Geld bedeuten würde. Es gibt keine finanzielle Grenze, nach der man minimalistisch leben kann oder muss. Wer sich einen Maserati erlauben kann, der kann ihn auch als Minimalist fahren, wenn er das möchte. Oder wenn du wirklich teuren Schmuck besitzt, dann musst du ihn nicht verschenken oder wegwerfen, um ein minimalistisches Leben zu beginnen. Es geht nicht um den finanziellen Nennwert der Dinge, die du behältst, sondern um ihren persönlichen Wert und Nutzen für dich. Wenn eine teure Uhr in deinem Leben unverzichtbar ist, dann ist das in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du dich dann wirklich auf eine Uhr beschränkst und nicht eine ganze Sammlung an Uhren hast, nur um jeden Tag eine andere tragen zu können. Das wäre dann definitiv nicht im Sinn des Minimalismus. Siebtens, Minimalisten sind faul.
Woher diese Annahme kommt, ist nicht ganz klar. Vielleicht hat es was mit dem Sprichwort »Wer aufräumt, ist zu faul zum Suchen« oder der Versuch, die Tätigkeiten des Alltages zu vereinfachen, wird als Faulheit ausgelegt. In Wahrheit sind Menschen, die sich für ein minimalistisches Leben entschlossen haben, alles andere als faul oder antriebslos. Sie sind einfach organisierter. Als Minimalist hat man nicht nur eine bessere Übersicht über die eigenen Besitztümer, sondern sucht auch nach Mitteln und Wegen, um den Alltag so weit wie möglich zu optimieren. In der Übergangszeit kann es sogar recht anstrengend sein, wenn du versuchen sollst, dich an die kleinen Änderungen zu erinnern, welche deinen Alltag erleichtern sollten. Nach der Eingewöhnungszeit wirst du aber die kleinen Vereinfachungen nahezu automatisch machen, ohne groß darüber nachzudenken. Achtens, Familienmenschen können nicht minimalistisch leben. Es verhält sich mit dem Minimalismus genauso wie mit einer Diät. Du kannst eine Familie haben und dennoch der Einzige sein, der es macht. Dave Bruneau hat das sehr eindrucksvoll gezeigt, da er sein Leben minimalistisch ausgelegt hat, während seine Frau und seine Kinder ganz normal gelebt haben. Aber wie bei einer Diät ist es immer etwas einfacher, wenn die Menschen im unmittelbaren Umfeld mitmachen. Andernfalls ist es so, als würdest du nur noch Salat essen wollen oder dürfen, während alle um dich herum Fleisch braten, grillen, kochen und dich immer wieder in Versuchung führen. Wenn die Menschen um dich herum ganz normal leben, du dich aber minimalistisch ausrichten möchtest, dann ist das nicht unmöglich. Aber du wirst dich immer mal wieder in Situationen wiederfinden, in denen du eventuell doch zum Kauf verführt werden sollst oder doch wieder etwas geschenkt bekommst. Wenn du dagegen deinen Partner oder deine Partnerin auch von Minimalismus überzeugen kannst, dann wäre es schon deutlich einfacher, diesen Lebensstil auch beizubehalten. Ihr könntet euch gegenseitig austauschen über die Dinge, die ihr behalten möchtet und die Sachen, die aussortiert werden können. Außerdem kann dein Partner dir auch dabei helfen, die Fallen beim Einkaufen zu umgehen. Dann könnt ihr euch auf die wesentlichen Sachen konzentrieren und kauft nicht Waren, die ihr beide eigentlich nicht gebrauchen könnt. Kapitel 5: Vorzüge eines minimalistischen Lebens. In diesem Kapitel möchte ich dir die wichtigsten Vorteile aufzeigen, welche es mit sich bringt, ein minimalistisches Leben zu führen. Erstens, mehr Platz. Der erste Vorteil ist auch gleichzeitig der naheliegendste. Du hast mehr Platz in deinem Zuhause. Schubladen, Schränke, Regale und Abstellräume werden von überflüssigem Kleinkram und unliebsamen Staubfängern befreit. Das hat den Vorzug, dass du dich wieder etwas besser in den eigenen vier Wänden entfalten kannst. Zweitens, ein Gefühl von Freiheit. Dieser Punkt mag vielleicht nicht auf jeden zutreffen, aber es gibt viele Leute, die sich von der Masse an Besitz einfach erdrückt fühlen. Auf der einen Seite wollen sie sich von nichts trennen oder haben sogar eine gewisse Angst, dass sie etwas verlieren könnten. Auf der anderen Seite trauen sie sich aber auch nicht mehr, einen Blick in den vollgestellten Keller, die Garage oder auch in den Kleiderschrank zu werfen, weil diese Orte einfach überfüllt sind. Eventuell nehmen sich diese Menschen vor, Ordnung zu schaffen, aber wenn es soweit ist, haben sie Schwierigkeiten, überhaupt einen Anfang zu finden. Am Ende lassen sie das Projekt doch wieder sein, auch wenn sie weiterhin unter der Belastung des übermäßigen Besitzes leiden. Ein Lebenswandel zum Minimalismus kann allerdings eine gute Möglichkeit sein, die Last zu beseitigen, die diese Menschen empfinden. Wenn sie sich erst einmal von der Angst des Verlustes befreit und die ersten Schritte gemacht haben, können sie sich leicht von dem Überfluss befreien. Drittens, bessere Ersparnisse. Weniger Besitz führt nicht zwangsläufig dazu, dass du mehr Geld haben wirst. Die Umstellung deines Lebens und die Veränderung deines Kaufverhaltens wird das allerdings bewirken. Denn indem du dich mit weniger zufrieden gibst, gehst du keine Spontankäufe ein und kaufst auch nicht mehr, als für dich notwendig ist. Das wird sich auf Dauer in deinem Portemonnaie bemerkbar machen. Du wirst mehr Geld haben, was du dann zum Beispiel für wichtigere Investitionen ausgeben kannst. Oder du erfüllst dir mit dem Geld einen lange gehegten Traum.
Es steht dir frei, was du mit dem Geld machst, welches dir ein minimalistisches Leben einsparen kann. Viertens, Dinge zu schätzen wissen. Ein Problem, das viele Menschen haben, besteht darin, dass sie ihre sämtlichen Dinge einfach nur als selbstverständlich hinnehmen. Ein T-Shirt ist ein T-Shirt, ein Buch ist eine kurze Unterhaltung und das iPad dient für die mediale Ablenkung zwischendurch. Wenn du deinen Besitz dagegen verringerst, dann musst du dich mit jedem einzelnen Gegenstand auseinandersetzen, der zu deinem Eigentum gehört. Dabei wird sich schnell herausstellen, ob etwas für dich einen Wert hat oder ob du darauf ohne Probleme verzichten kannst. Die Sachen, welche du dann später behältst, sind dann vielleicht nicht unbedingt die teuersten, aufwendigsten Stücke, aber sie sind für dich am sinnvollsten. Ein T-Shirt könnte sich beispielsweise einen Platz in deinem ausgeräumten Schrank gesichert haben, weil du damit Erinnerungen an einen tollen Tag verbindest. Ein Buch bleibt, weil es dein absolutes Lieblingsbuch ist und du genau weißt, dass du es in nicht allzu ferner Zukunft wiederlesen wirst. Und wenn du feststellst, dass du auf deinem iPad quasi alles machst, vom Anschauen von Videos bis hin zum Verfassen deiner E-Mails, dann wird auch dieser kleine elektronische Helfer sicher bleiben. Du wirst genau wissen, warum du diesen oder jenen Gegenstand behalten hast, und die Dinge, die du nicht aussortieren kannst, werden einen deutlich höheren Stellenwert für dich bekommen. Fünftens, Übersicht und Ordnung. Besitzt du viele Sachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du nicht zu 100% weißt, wo jeder einzelne Gegenstand sich befindet. Gerade kleine Dinge wie Kugelschreiber oder Schlüssel können da schon einmal verloren gehen. Was besonders dann ärgerlich ist, wenn du diese Dinge nicht häufig benutzt, aber in dem Moment, in dem du sie benötigst, nicht finden kannst. Beschränkst du dagegen deinen Besitz auf ein Minimum, dann ist es erheblich leichter, eine Ordnung einzuführen und beizubehalten. Als Resultat werden auch kleine Sachen sich nicht in unaufgeräumten Schubladen oder verstaubten Kisten verstecken können. Du weißt immer genau, wo sich was befindet und brauchst nicht erst minutenlang danach zu suchen. Im Idealfall reichen wenige Griffe und du hältst das benötigte Objekt in deiner Hand. Sechstens, mehr Zeit. Als Minimalist wirst du schlicht mehr aus deiner freien Zeit machen können. Morgens sparst du zum Beispiel wertvolle Sekunden, weil du nicht erst aus Dutzenden von Oberteilen das eine raussuchen musst, was gerade passt. Du musst keine Zeit für das Suchen wichtiger Dokumente verschwenden, da du weißt, wo sie liegen. Oftmals lassen sich sogar deine Wege zu gewissen Aktivitäten deutlich verkürzen, wenn du die Abläufe richtig planst, sodass du im Endeffekt mehr Zeit in deinem Alltag freimachst und diese dann nach deinen Vorstellungen nutzen kannst. Nach diesen vielen Fakten und Vorteilen kommen wir nun zur Praxis. In den nächsten Kapiteln erfährst du, wie du dich auf ein Leben im Minimalismus vorbereiten und dieses jederzeit und überall leben kannst. Kapitel 6 Vorbereitungen zum Ausräumen des Haushaltes. Wenn du dich nach dem bisher Gelesenen dazu entschlossen hast, einem minimalistischen Leben eine Chance zu geben, soll dir dieses Kapitel dabei helfen, dich einfacher umzustellen. Bevor du allerdings direkt anfängst, alles wegzuwerfen, was du gerade siehst, solltest du zunächst diese vorbereitenden Schritte befolgen. Erstens, setze klare Ziele. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da er dir dabei helfen soll, zu überlegen, was du dir vom Minimalismus erhoffst. Geht es dir nur darum, mal wieder etwas Platz in deiner Wohnung zu schaffen? Ist für dich der finanzielle Aspekt interessanter? Oder suchst du nach einer Möglichkeit, dein Zuhause und deinen Alltag etwas besser zu ordnen, weil du ein größeres Ziel, wie zum Beispiel eine Beförderung im Job oder die Realisierung eines Projektes, verfolgst? Darum frag dich ganz konkret: Was erwarte ich vom Minimalismus? Was bin ich bereit dafür zu tun? Gibt es ein Ziel, das ich mir durch ein minimalistisches Leben eher erfüllen kann? Wenn du dir Zeit nimmst,
Dann fallen dir sicherlich ein paar erstrebenswerte Dinge ein. Vielleicht hast du einfach die Übersicht in deinem Zuhause verloren und möchtest wieder mehr Ordnung finden. Dich stört das ewige Suchen nach bestimmten Sachen, wie wichtigen Dokumenten, dem Weihnachtsschmuck oder auch einem Shirt in deinem Kleiderschrank. Oder du wolltest schon seit längerem eine Reise machen, hast dein Geld bisher aber immer für andere Sachen ausgegeben, auch wenn sie dann in deinen Schränken verstaubten. Womöglich möchtest du dein Zuhause aber auch einfach vom Überfluss befreien, weil du dich in deinen eigenen vier Wänden beengt fühlst. Überlege dir darum konkret ein oder zwei Ziele, auf die du mit dem Minimalismus hinarbeiten kannst. Es hilft, wenn du dir deine Ziele aufschreibst oder sie auf andere Weise greifbar machst. Im Fall der Reise würde sich beispielsweise ein Flyer aus dem Reisebüro anbieten. Oder du machst einmal Vorher-Nachher-Bilder von einem Platz in deiner Wohnung, der immer besonders unordentlich bzw. vollgestellt aussieht. Diesen Platz räumst du dann auf, machst ein Nachherbild, um dir vor Augen zu führen, wie dein ganzes Zuhause aussehen kann, wenn du es minimalistisch gestaltest. Das Festlegen auf ein Ziel soll dir im späteren Verlauf als Motivationshilfe dienen, wenn es um das eigentliche Ausräumen deiner Wohnung oder deines Hauses geht. Je nachdem, wie groß dein Zuhause und der darin enthaltene Besitz ist, wird die anstehende Aufgabe durchaus anstrengend. Da ist es gut, wenn du dich zwischendurch mit so einer Motivationshilfe zum Weitermachen durchringen kannst und nicht auf halber Strecke aufgibst. Hänge den Zettel mit deinen Zielen und die Dinge, mit denen du dich motivieren kannst, an einem zentralen, gut sichtbaren Ort auf. Merkst du mal, dass die Energie oder die Lust dich verlässt, dann schaust du dir deine Ziele, deine Bilder oder Flyer an und erinnerst dich daran, warum du das alles machst. Es wird dir auf diese Weise leichter fallen, die bevorstehende Arbeit hinter dich zu bringen und deinen Haushalt zu verkleinern. Zweitens, ein Rundgang durch die Wohnung. Der zweite Schritt soll dir dabei helfen, zu entscheiden, wo du am besten den Anfang beim Sortieren und Ausräumen machst. Erfahrungsgemäß sind Abstellräume wie ein Keller oder die Besenkammer die größten Baustellen. Es liegt in der Natur dieser Räume, dass sie mit allen möglichen Dingen einfach vollgestellt werden, welche du nicht ständig in deinem Blickfeld haben möchtest. Nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, räumst du alles, was nicht akut benötigt wird, in diese Abstellorte. Du denkst da nicht ständig an sie, erinnerst dich aber eventuell an die gelagerten Sachen, wenn einmal Bedarf an ihnen besteht. Diese recht typische Vorgehensweise ist der Grund dafür, dass solche Räume beim Ausräumen auch die meiste Zeit und Arbeit beanspruchen. Dein Wohnzimmer wird die nächstgrößere Herausforderung. Von den Ausmaßen her ist dieser Raum zwar normalerweise größer als ein Keller oder eine Abstellkammer, dürfte dafür aber einen gewissen Grad an Ordnung aufweisen. Selbst wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die ihre Wohnung regelmäßig aufräumen, hast du sicherlich, bewusst oder unbewusst, einige Dinge nach einem System weggeräumt. Zum Beispiel dürften sich Unterhaltungsmedien wie CDs oder DVDs in der Nähe ihrer zugehörigen Abspielgeräte befinden. Dinge, welche du dagegen häufig in deiner Freizeit im Wohnzimmer nutzt, werden sich eher in der Nähe deines Lieblingssitz- oder Liegeplatzes finden, auf einem Beistelltisch oder dergleichen. Diese kleinen Bereiche von Ordnung machen es leichter, das Wohnzimmer im späteren Verlauf aufzuräumen. Ein Arbeitsbereich wie ein Schreibtisch oder ein Arbeitszimmer ist ebenfalls oft ein Bereich, für den du etwas mehr Zeit einplanen musst. Abhängig davon, wie wichtig eine Ordnung an diesem Platz für deine Arbeit ist, wird das eigentliche Ausräumen vielleicht schnell gehen. Dafür müssen dann aber Stapel und Ordner von Dokumenten durchgesehen werden, um zu entscheiden, was du definitiv noch brauchst und was entsorgt werden kann. Räume wie die Küche, das Schlafzimmer oder das Badezimmer sind dagegen die Orte, welche wohl am wenigsten Arbeit in Anspruch nehmen werden. Das liegt an zwei Dingen. Zum einen sind diese Räume erfahrungsgemäß in einer Wohnung oder im Haus kleiner als beispielsweise das Wohnzimmer. Zum anderen sind sie in der Regel die Räume,
welche am besten aufgeräumt sind. In der Küche werden sich deine wichtigen Kochgeräte an einem Platz befinden, während Besteck und Geschirr an anderen Stellen zu finden sind. Im Schlafzimmer findet sich der Großteil der Dinge wohl in einem Kleiderschrank oder in einem vergleichbaren Möbelstück. Dein Badezimmer wird dagegen von Kleinartikeln zur Körperpflege beherrscht und dürfte keine größeren Stauräume bieten. Dieser kleine Rundgang soll dir dazu dienen, einen Überblick zu erhalten, wo du wie viel Zeit und Arbeit investieren musst. Ob du danach mit den leichteren Räumen anfängst und dich zu den größeren Herausforderungen durcharbeitest oder es umgekehrt machst, ist dir überlassen. Drittens, den Besitz einstufen. Dieser Schritt kann sehr einfach, aber auch sehr schwierig sein. Es geht darum, dass du dir alles, was du besitzt, Zimmer für Zimmer anschaust und vorsortierst. Dazu stellst du dir bei jedem Gegenstand diese Fragen. Brauche ich das? Die Antwort auf diese Frage müsste ziemlich naheliegend sein. Würdest du etwas nicht brauchen, hättest du es nicht gekauft, richtig? Aber frage dich trotzdem einmal genau, ob du es brauchst. Benötigst du einen zweiten Satz an Besteck? Ist der Smoothie Maker wirklich etwas, ohne den du nicht auskommen könntest? Und welchen Stellenwert hat eine Hantel für dich, wenn sie bereits eine dicke Staubschicht trägt? Bei genauerer Betrachtung wirst du feststellen, dass du viele Sachen nicht direkt brauchst, sondern sie eher behältst, weil du sie vielleicht einmal brauchen könntest. Vielleicht hast du dir immer einmal vorgenommen, mit einem Sportprogramm für zu Hause anzufangen. Am Ende hast du es dann aber doch immer wieder aufgeschoben. Möglicherweise behältst du mehr als 5 Gläser für den Fall, dass Gäste kommen. Oder du hast dir in der Vergangenheit ein Elektrogerät wie ein Waffeleisen gekauft, weil es gerade im Angebot war, musstest dann aber feststellen, dass du gar nicht so häufig Lust auf Waffeln hast. Der Gedanke, dass alles irgendwann einmal seinen Nutzen haben könnte, ist mit einer der Hauptgründe dafür, dass wir uns so schlecht von Sachen trennen können. Wenn du allerdings ein minimalistisches Leben anstrebst, dann sind solche Sachen häufig überflüssig. Darum ist die Frage, ob du einen Gegenstand wirklich unmittelbar gebrauchen kannst, durchaus sinnvoll. Wenn du bei einem Objekt überzeugt sagen kannst, dass du es brauchst, dann bleibt es noch in deinem Besitz. Brauchst du es nicht, kommt es auf den Stapel der aussortierten Dinge. In einigen Fällen wirst du vielleicht auch etwas finden, von dem du nicht sagen kannst, ob du es brauchst, weil du einfach nicht weißt, was du gefunden hast. Als Beispiel für so einen Fall, stell dir ein kleines Utensil vor, das an einer langen Stange eine bewegbare Kugel führt. An einem Ende des Objektes findet sich ein Kegel. Wenn du ein wenig herumprobieren oder mal im Internet nachschauen würdest, dann würdest du vielleicht herausfinden, dass es sich bei dem Ding um einen Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher handelt. Ein Hilfsmittel, damit du beim gekochten Ei leichter den Kopf abtrennen kannst. Aber wie oft hast du dieses Gerät schon benutzt? Sicherlich so gut wie nie, wenn du nicht weißt, was es ist. Darum wird alles, das du nicht einmal erkennst und somit auch nicht als brauchbar einstufen kannst, direkt entsorgt. Wann habe ich es zuletzt benutzt? Wenn du bei der Frage unsicher bist, ob du einen Gegenstand noch brauchst, dann stell dir die Frage, wann du es zuletzt benutzt hast. Dinge, die du mindestens einmal im Monat auf irgendeine Art verwendest, solltest du zunächst noch nicht aussortieren. Sachen, die du in den letzten 6 Monaten nicht verwendet hast, können direkt rausgenommen werden. Oder du legst sie auf einen Extrastapel für Artikel, bei denen du dir noch nicht ganz sicher bist, ob du sie behalten solltest. Wenn du weißt, dass du die Sachen unregelmäßig benutzt, weil sie Saisonartikel sind, wie beispielsweise ein Grill, dann liegt die Nutzungsfrist bei maximal 1 Jahr. Andernfalls müsstest du all deine Sommerartikel oder deine Weihnachtsdekoration aussortieren, wenn du zum falschen Zeitpunkt mit dem Aufräumen anfängst. 1 Jahr ist aber die maximale Obergrenze. Alles, was du länger als 1 Jahr nicht benutzt hast,
hat in deinem minimalistischen Haushalt keinen Platz mehr. Funktioniert es noch? Diese Frage ist für Gebrauchsgegenstände und elektrische Dinge gedacht. Diese Objekte können im Rahmen der normalen Verwendung oder aufgrund einer falschen Lagerung irgendwann einfach kaputt gehen. Vielleicht weißt du auch, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert, konntest es bisher aber noch nicht entsorgen und hast es deshalb erst einmal weggestellt. Oder du hattest die Hoffnung, irgendwann eine Möglichkeit zu finden, um es wieder zu reparieren. Aber wenn du es wieder funktionsfähig machen wolltest, warum hast du es dann nicht vorher getan? Und wie bist du ohne das Gerät ausgekommen, während es kaputt war? Kaputte Geräte, egal welcher Natur, solltest du auf jeden Fall entsorgen. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Wenn das betroffene Gerät von dir wirklich oft genutzt wurde und erst vor kurzem, also innerhalb des letzten Monats, kaputt gegangen ist, dann wäre es eine Überlegung wert, das Gerät noch zu behalten. Das gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass du dich zügig um eine Reparaturmöglichkeit kümmerst und nicht einen weiteren Monat wartest. Deko und persönliche Dinge. Dekorationsgegenstände und Erinnerungsstücke sind unter Minimalisten oft ein Streitthema. Technisch gesehen haben solche Objekte keinen Nutzen. Du benutzt sie ja nicht, sondern stellst sie nur aus. Darum müsstest du sie streng genommen allesamt entfernen. Dann würde dein Zuhause aber recht steril und trostlos wirken. Das kann sich nicht nur auf deine Stimmung auswirken, sondern auch dazu führen, dass du dich in deinen eigenen vier Wänden nicht mehr zu Hause fühlst. Damit es nicht dazu kommt, findet sich ein kleiner Kompromiss. Du darfst Dinge zur Dekoration behalten, sofern es nicht überhand nimmt. Ein Bilderrahmen hier, eine Figur dort und Feiertagsdekoration ist völlig in Ordnung. Da es schwierig ist, in diesem Punkt eine feste Zahl zu nennen, empfehle ich dir, nicht mehr als 2 Exemplare pro Stück zu behalten. Also 2 Bilder, 2 Blumen, 2 Packungen Weihnachtskugel und dergleichen. Auch wenn es schwer fällt, solltest du dich aber von dem Rest dieser Dinge trennen, um Platz zu schaffen. Außerdem haben wenige ausgewählte Dekorationen eine eindrucksvollere Wirkung als eine Masse an unsortierten Figürchen, Bildern und Ähnlichem. Persönliche Dinge wie private Fotos, selbst gedrehte Videos oder Souvenirs auszusortieren, ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Aber auch hier kannst du Abstriche machen. Wie du mit Fotos und Videos umgehen solltest, dazu findest du im Abschnitt Digitalisierung weitere Informationen. Souvenirs wie Figuren, Ketten oder Kunstgegenstände sortierst du dagegen so, dass du damit eine kleine Kiste füllen kannst. Die Kiste sollte gerade so groß sein, dass du sie bequem unter dein Bett oder in deinen Schrank stellen kannst. Ein Schuhkarton oder ein Standardpäckchen bieten sich hier an. Bei großen Souvenirs gilt wieder die Regelung, dass du nur 2 Stück behältst und alles Übrige entsorgst. Objekte wie Geburtstagskarten können sich über die Jahre regelrecht anhäufen. Die meisten Karten sind aber nicht viel mehr als Papier. Wenn du ein paar davon behalten möchtest, dann ordne sie entweder nach ihrem Alter oder nach ihrem persönlichen Wert für dich. Karten, die älter als 2 Jahre sind, lassen sich problemlos entsorgen, ohne dass sich einer deiner Freunde und Bekannte gekränkt fühlt. Kannst du aber nicht einschätzen, wann du welche Karte bekommen hast, dann entscheide nach dem Inhalt der Karte. Sagt sie etwas Besonderes aus? Verbindest du damit besondere Erinnerungen? Oder ist es doch nur ein schlichter Gruß, wie du ihn in Dutzenden Karten wiederfinden kannst? In letzterem Fall besteht kein relevanter Grund, solche Karten zu behalten. Die eigentliche Schwierigkeit stellen Fotos oder Videos dar. Dazu werde ich dir nachher allerdings noch Möglichkeiten aufzeigen, mit denen du deine Erinnerungen behalten kannst, ohne dass sie zu viel Platz wegnehmen. Schaffe dir Orientierungshilfen. Wenn du deine Sachen in der Vorbereitungsphase grob sortierst, kannst du dir kleine visuelle Hilfen erstellen.
Diese helfen dir nicht nur dabei, eine Übersicht darüber zu bekommen, wie viele Sachen du entsorgen möchtest, sondern sollen auch dafür sorgen, dass du beim eigentlichen Aufräumen nicht alles noch einmal von vorne anschauen und einstufen musst. Die einfachste Hilfestellung besteht darin, alle Dinge eines Raumes in drei Stapel zu unterteilen, nämlich behalten, überlegen und entsorgen. Während behalten und entsorgen endgültige Entscheidungen sind, landet auf dem Überlegen-Stapel alles, bei dem du noch nicht zu 100% sicher bist, ob du es noch brauchst oder ob es doch wegkommen kann. Spätestens beim eigentlichen Aufräumen wirst du dich mit diesem Stapel noch einmal auseinandersetzen und für alle Artikel festlegen müssen, was mit ihnen geschehen soll. Obwohl diese Form der Vorsortierung recht einfach ist, hat sie einen entscheidenden Nachteil. Es liegen in jedem Raum drei große Stapel, um die du dich jedes Mal vorbeimanövrieren musst, wenn du durch den Raum gehst. Das kann schon etwas nervend werden, wenn du beispielsweise unter der Woche mit den Vorbereitungen beginnst und dann am Wochenende die Dinge ausräumen willst. Glücklicherweise gibt es aber noch eine alternative Methode, um deinen Besitz vorab schon zu sortieren. Dazu brauchst du Post-its in drei verschiedenen Farben, wie Grün, Gelb und Rot. Du kannst auch farbige Wäscheklammern nehmen, was sich besonders beim Sortieren von Kleidungsstücken anbietet. Wichtig ist nur, dass du dich auch bei den Klammern auf drei Farben einigst, beispielsweise Grün für alles, was du definitiv behalten möchtest, Gelb für die Dinge, die du noch einmal durchschauen möchtest und Rot für alles, was auf jeden Fall entsorgt werden soll. Es dauert zwar etwas länger, wenn du alle Objekte in einem Raum auf diese Weise markierst, dafür liegen die Sachen aber nicht bis zum Termin des Ausräumens im Weg. Außerdem lässt sich an den Farben gut ausmachen, was alles dein Zuhause verlassen wird bzw. was bleiben kann. Kapitel 7 – Strategien zum Ausräumen. Nun geht es ans Eingemachte, nämlich ans eigentliche Aussortieren und Entsorgen. Hier stelle ich dir einen Plan vor, den du einfach Schritt für Schritt abarbeitest. Erstens, fang mit normalen Aufgaben an. Fang mit deinen alltäglichen Aufgaben an. Diese hast du schon so oft erledigt, dass es dich weder große Überwindung noch Mühen kosten dürfte. Erste Etappe, die Küche. Geh in die Küche und wasch das Geschirr ab. Sobald du es trocknest und in die Schränke einräumst, wirst du ohnehin die Schränke öffnen und hineingreifen. Also kannst du auch direkt die Küche als ersten Raum von überflüssigen Dingen befreien. Nimm dir als nächstes deinen Kühlschrank und das Tiefkühlfach vor. Das sind Stauräume, in denen sich Lebensmittel verbergen können, die du vor einer Ewigkeit gekauft und schlicht vergessen hast. Einige Lebensmittel könnten sogar schon ihr Verfallsdatum überschritten haben. Darum bewahre sie nicht auf, sondern schmeiß sie weg. Zweite Etappe, das Badezimmer. Geh als nächstes ins Badezimmer. Nimm dir Schritt für Schritt alle Behälter, Schubladen und andere Aufbewahrungsboxen vor, in denen sich Zahnbürsten, Parfums, Gesichtswasser oder dergleichen befinden. Hol dir eine kleine Kiste und sortiere alles hinein, auf was du im Badezimmer auf keinen Fall verzichten kannst. Der Rest wird aussortiert. Nach dem Aussortieren putzt du das Badezimmer. Dritte Etappe, das Schlafzimmer. Fahre im Schlafzimmer fort. Hier bietet es sich an, das Bett neu zu beziehen. Ist das Bett fertig, kümmerst du dich um das Sortieren deiner Kleidung, schaust unter dein Bett und arbeitest dich durch deine Stauräume in diesem Zimmer durch. Sortiere deine Shirts, Hosen, Schuhe und Unterwäsche danach, wie häufig du sie benutzt, beziehungsweise wofür sie gedacht sind. Setze dir ein Limit für jede Kleidungssorte. Nur 5 Hosen, 5 Shirts, 5 Paar Schuhe etc., damit du ausreichend Kleidung behältst, dich aber vom Überflüssigen verabschiedest. Ebenso gehst du mit der Bettwäsche und anderen Dingen in deinem Schlafzimmer vor. Generell ist es eine gute Idee, alle Klamotten und Dinge auszusortieren und wegzuwerfen, die du seit einem halben Jahr nicht genutzt hast. Wenn du sie währenddessen nicht benutzt hast, wirst du es höchstwahrscheinlich auch im nächsten halben Jahr nicht tun.
Also weg damit. Vierte Etappe, das Wohnzimmer. Im Wohnzimmer entsorgst du alte Pflanzen oder vergilbte Bilder. Von dort arbeitest du dich zu deinen Regalen mit CDs, DVDs und Büchern vor. Bist du hier mit dem Aussortieren fertig, dann öffnest du Schränke, Vitrinen und Kommoden und entleerst sie nach und nach komplett. Nur die Sachen, die du behalten musst, werden eingeräumt. Der Rest bleibt draußen. Danach wischst du Staub und saugst ab. Fünfte Etappe, der Keller, der Dachboden. Im Keller oder auf dem Dachboden wird zuletzt ausgeräumt. An solchen Orten gibt es erfahrungsgemäß viel zu tun, sodass du dir etwas mehr Zeit einplanen solltest, um alle Dinge durchzugehen und zu sortieren. Verschaff dir eine gute Übersicht über den Inhalt und miste sie aus. Alles, was du in den letzten paar Monaten nicht genutzt hast, kommt weg. Versuche ein Limit zu finden für die Sachen, die du behalten möchtest. Zum Beispiel nicht mehr als 3 Kisten. Es bieten sich Umzugskartons an. Oder nur so viel, dass sich damit 2 Regale füllen lassen. Zweitens, fang mit den kleinen Stauräumen an. In deinem Zuhause befindet sich eine ganze Reihe an kleinen Stauräumen. Diese haben 2 Eigenschaften. Sie sind bequem erreichbar und füllen sich immer relativ schnell. Gemeint sind damit zum einen Schubladen von Schränken und zum anderen gerade Flächen wie Beistelltische, Nachttische oder Arbeitsplatten. Diese Stauräume sind regelrecht dafür ausgelegt, dass sie relativ gedankenverloren gefüllt werden. Wir stellen gerne beim Fernsehen, Lesen oder Spielen alle möglichen Sachen auf die freien Flächen, welche sich häufig direkt neben dem Bett oder dem Sofa befinden. Ebenso einfach öffnen wir Schubladen, um darin gerade kleine Objekte wie Batterien oder Stifte verschwinden zu lassen, wenn wir an anderen Orten keinen Platz haben. In beiden Fällen ist das Resultat das gleiche. Wir verlieren nach und nach aus den Augen, was wir alles in diese kleinen Stauräume verbannen. Wenn wir dann nach einigen Wochen oder Monaten einmal wirklich darauf achten, sind wir überrascht, was sich alles dort angesammelt hat und wie voll diese Flächen sind. Es gibt aber auch etwas Gutes, was du über die kleinen Stauräume wissen solltest. Sie lassen sich mindestens genauso schnell aufräumen, wie sie sich füllen lassen. Wenn du es ganz drastisch machst, dann ziehst du einfach die Schubladen aus und stellst sie auf den Kopf. Oder du räumst mit dem ausgestreckten Arm die glatten Flächen leer. Aber auch ohne diese radikalen Maßnahmen dürfte es nicht länger als 15 Minuten dauern, um einen kleinen Stauraum durchzusehen und auszuräumen. Wenn du das umrechnest, dann wäre das die Zeit, die 1 bis 2 Werbepausen im Fernsehen oder das Kochen einer Kanne Kaffee dauern. Diese kleinen Zeitabschnitte, in denen du für gewöhnlich wohl nichts großartig anstellst, eignen sich perfekt dafür, um einfach mal eine Schublade oder einen Abstelltisch von überflüssigen Dingen zu befreien. Im Anschluss daran kannst du dann die restlichen Gegenstände des Zimmers durchgehen oder zu deinem Tagesgeschehen zurückkehren. Drittens, pro Tag ein Zimmer. Unterteile deine Ausräumplanung in mehrere Abschnitte, wenn es dir zu viel wird, alles an einem Tag zu erledigen. Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen ist die Zeit, welche du individuell mit dem Ausräumen eines Raums verbringst, kürzer als das Ausräumen aller Räume auf einmal. Wenn du den Haushalt einer Wohnung oder eines ganzen Hauses an einem Tag verkleinern willst, dann kann das leicht von morgens bis abends dauern. Wenn du dir dagegen immer nur einen Raum vornimmst, dann dauert es vielleicht 1 bis 2 Stunden pro Raum und Tag. Die Kraft und Konzentration für diesen kurzen Zeitabschnitt aufzubringen, dürfte deutlich einfacher sein als für einen ganzen Tag. Darüber hinaus bleibt die Aufgabe überschaubarer, wenn sie kleiner ist. Wenn du alleine an einem Tag deinen Haushalt umstellen willst, dann ist der Berg an zu erledigender Arbeit häufig gigantisch. Wenn du dann während des Aufräumens darauf blickst, was du erst geschafft hast und was noch zu erledigen ist, kann das sehr erdrückend und entmutigend sein.
Bei lediglich 1 bis 2 Stunden ist die Menge an Arbeit dagegen kleiner und du wirst dich eher wundern, wie viel du in dieser kurzen Zeit erledigen kannst. Ein weiterer Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass du beim unterteilten Ausräumen auch immer Pausen zwischen den einzelnen Etappen haben wirst. Diese Pausen helfen dir dabei, nicht nur neue Kraft zu sammeln, sondern dich auch wieder neu zu motivieren, um die nächste Etappe anzugehen. Wenn du dagegen alles an einem Tag machen musst, sind die Pausen kürzer, der Erholungseffekt davon geringer und das Ausräumen kann zu einer sehr anstrengenden und sehr kräftezehrenden Herkulesaufgabe werden. Viertens, bewerte deine Möbel. Um minimalistisch zu leben, wirst du dich nicht nur von Kleidungsstücken, Elektrogeräten oder ungenutztem Küchenzubehör trennen, sondern auch deine Möbel neu bewerten. Das funktioniert auf die gleiche Weise, wie du auch deinen restlichen Besitz eingestuft hast. Du stellst dir die ehrliche Frage, ob ein Möbelstück für dich wirklich absolut notwendig ist. Nutzt du den Sessel in der Ecke mehr als einmal alle 3 Jahre? Ist die große Tischlampe nötig, wenn du eh immer das Deckenlicht anmachst? Brauchst du einen riesigen Kleiderschrank? Oder würde ein kleinerer nach dem Aussortieren auch völlig reichen? Wenn du dich auf die Möbel festgelegt hast, die bleiben dürfen, sortierst du die anderen so weit möglich schon einmal aus. Stell dich dann einmal in die Mitte des Raumes und überlege, ob die übrigen Möbel an ihrem Platz stehen müssen. Du hast mehr Platz in den Zimmern gemacht. Könntest du diesen Raum sinnvoller nutzen, wenn du die Möbel verschiebst? Oder hat es dich schon immer gestört, dass beispielsweise dein Sofa zu weit von der Tür entfernt stehen musste, weil noch eine Vitrine daneben stand? Jetzt ist die Gelegenheit, die Möbel sinnvoller anzuordnen. Fünftens, wohin mit den Erinnerungsstücken? Wie bereits erwähnt, ist die Frage, was mit Erinnerungsstücken zu tun ist, eher schwierig. Streng genommen müssten sie allesamt aussortiert werden. Denn wenn du ehrlich bist, sind die meisten Dinge der Erinnerung eher dazu verdammt, Staub anzusammeln. Wenn du mal ein Fotoalbum hervorholst oder dir ein Video anschaust, dürfte das schon viel sein. Aber du schaust dir diese Dinge sicherlich nicht jeden Tag an. Jetzt kannst du sagen, dass du diese Sachen trotzdem behalten möchtest, weil es für dich wertvolle Erinnerungen sind. Glücklicherweise gibt es Mittel und Wege, einen Großteil der Erinnerungsstücke auch in deinem zukünftigen, minimalistischen Leben zu behalten. Aber um es gleich vorwegzunehmen, von ein paar Sachen wirst du dich trennen müssen. Gerade Souvenirs nehmen vergleichsweise viel Platz auf Regalen, Schränken und anderen Flächen ein, ohne wirklich nützlich zu sein. Vergleiche am besten mal, wie leer ein Regal sein kann, wenn du nur einmal die darauf platzierten Urlaubserinnerungen wegnimmst. Du dürftest angenehm überrascht sein. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt all diese Sachen wegschmeißen musst. Wähle die paar Stücke aus, welche für dich persönlich am wichtigsten sind, beziehungsweise die für dich den größten emotionalen Wert haben. Es sollten nicht mehr als eine Handvoll Souvenirs werden, wenn du auch bei diesen Erinnerungsstücken Platz sparen möchtest. Diese ausgewählten Dinge kannst du hinterher als Dekorationen in deinem Zuhause wieder verteilen. Der Rest wird dagegen entsorgt. Auf die gleiche Weise kannst du auch eine Vorauswahl bei Fotos und Videos treffen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist aber eher notwendig, wenn du wirklich viele Fotoalben, private Videokassetten, CDs oder DVDs hast. Wenn du nur 2 Alben und eine kleine Diastrecke besitzt, musst du sie nicht aussortieren, wenn du es nicht willst. Die Vorauswahl ist nur hilfreich, wenn du wirklich ganze Schubladen oder gar Schränke voll mit solchen Erinnerungsstücken besitzt. Die Verkleinerung deiner Foto- und Videosammlung soll dir beim zweiten Schritt helfen. Dieser nennt sich Digitalisierung und ist ein Kompromiss zwischen einem minimalistischen Zuhause und dem Behalten deiner Erinnerungen. Wenn du deine Fotos und Videos digitalisierst oder digitalisieren lässt, da das deutlich einfacher ist, hat das für dich nur Vorteile.
Zum einen wird dadurch zusätzlicher Platz in deinem Zuhause frei, weil du diese Dinge nicht mehr in ihrer normalen physischen Form aufbewahrst, sondern lediglich in Form von Daten. Zum anderen ist es erheblich einfacher und schneller, deine Sammlung durchzugehen, wenn sie in digitaler Form vorliegt. Du kannst in sehr kurzer Zeit durch die einzelnen Dateien gehen, wenn du einmal ein bestimmtes Bild oder Video suchst. Das wird noch einfacher, wenn du dir bei der Digitalisierung schon ein für dich griffiges System zur Sortierung überlegst. Bilder können zum Beispiel nicht nur mit ihrem Entstehungsdatum, falls bekannt, versehen werden, sondern auch mit einem Stichwort wie Omas 70. Geburtstag oder ähnliches. Wenn du dann mal nicht genau weißt, wo ein bestimmtes Bild zu finden ist, du dich aber noch daran erinnerst, dass es etwas mit einem Geburtstag zu tun hat, dann kannst du über die Suchfunktion deines Computersystems einfach nach dem Wort Geburtstag suchen und bekommst binnen kurzer Zeit alle Bilder und Videos angezeigt, die du mit diesem Stichwort versehen hast. Ebenfalls von Vorteil ist eine Digitalisierung, wenn du zu den Menschen gehörst, die ihre Andenken nicht nur für sich haben möchten, sondern sie auch gerne mit Freunden und Bekannten teilen. Dazu gibt es auch diverse Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, die Fotos und Videos immer auf eine DVD zu brennen und sie mitzunehmen, da sich ein DVD-Player heutzutage in nahezu jedem Haushalt finden lässt. Der Nachteil an dieser Methode ist allerdings, dass sie nicht nur vergleichsweise umständlich ist, weil du eben immer erst eine DVD erstellen musst, sondern auch, dass du durch das Brennen die digitalen Erinnerungen wieder in eine physische Form presst, die irgendwo gelagert werden muss. Eine kleine Hilfe sind hierzu wiederbeschreibbare DVDs, die aber auch nur begrenzt benutzbar sind und beim häufigen Brennen schnell kaputt gehen können. Wesentlich einfacher ist es, wenn du deine digitalen Erinnerungen auf einem mobilen Datenträger, wie auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte speicherst. Solche Datenträger sind komfortabler als eine DVD, da sie im Fall eines USB-Sticks kleiner und handlicher sind, im Fall einer Festplatte dagegen mehr Speicherplatz bieten, sodass du neben deinen Fotos und Videos auch jede Menge anderer Daten dort speichern kannst. Darüber hinaus haben sowohl USB-Stick als auch externe Festplatten bei normaler Anwendung eine höhere Lebensdauer und werden nicht so schnell unbrauchbar wie eine gebrannte DVD. Es geht aber noch etwas komfortabler, wenn du einen sogenannten Cloud-Service benutzt. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform zum Speichern von Daten jeglicher Art. Der Vorteil so eines Cloud-Services besteht darin, dass die meisten Dienste dieser Art bereits mit ein paar Gigabyte Speicher kostenlos verfügbar sind. Wenn du mehr Speicher brauchst, kannst du diesen aber jederzeit dazu kaufen. Ein anderer Vorteil ist die Tatsache, dass die Daten, einmal in die Cloud geladen, nicht einmal mehr auf deinem eigenen Computer bleiben müssen. Du kannst sie theoretisch löschen, wenn du mal zu wenig Speicherplatz hast, ohne dass deine Fotos und Videos verloren gehen. Der dritte und größte Vorteil einer Cloud ist allerdings, dass deine Daten überall verfügbar sind, wo du auch Zugang zum Internet hast. Du kannst deine Freunde besuchen und deine Cloud direkt auf deren Computer, iPad oder auch auf einem Smart TV öffnen, um die Fotos oder Videos anzuschauen. Alles, was du benötigst, sind deine Daten zur Anmeldung. Das macht es deutlich bequemer, etwas wie einen Vorführabend zu planen, wenn du nahezu nichts tragen oder aufbauen musst. Wie sich Dinge digitalisieren lassen. Generell gibt es zwei Möglichkeiten, um die normalen Fotos und Videos zu digitalisieren. Entweder machst du es selber oder du lässt diese Aufgabe von anderen Leuten erledigen. Wenn du es selber machen möchtest, kann das mitunter eine sehr zeitintensive und anspruchsvolle Aufgabe sein. Außerdem ist eventuell zusätzliches Equipment notwendig. Im Falle von Bildern wird beispielsweise ein Scanner benötigt, wie er heutzutage bei vielen Druckern schon zum Standardzubehör zählt. Du musst jedes Bild einzeln einscannen und eventuell nachbearbeiten, bevor es abgespeichert wird.
Das kann schon bei einem handelsüblichen Film von 36 Fotos gut über eine Stunde dauern, bis alle Aufnahmen fertig digitalisiert sind. Eventuell musst du auch ein zusätzliches Fotoprogramm anschaffen. Falls du Dinge wie einen Rotaugeneffekt oder ähnliche kleine Fehler auf den digitalen Aufnahmen beheben möchtest. Bei Videos ist der Aufwand je nach Art des Mediums noch größer. Da du neben dem eigentlichen Abspielgerät wie einem Videorekorder oder der Videokamera oft auch spezielle Kabel und Programme zur Übertragung auf den Computer haben musst. Um dir diesen Aufwand zu sparen, kannst du deine Fotos und Videos lieber von einem professionellen Fotostudio digitalisieren lassen. Das kostet zwar etwas Geld, abhängig davon, wie viel du in welcher Qualität digitalisieren möchtest, dafür haben die Mitarbeiter solcher Studios das notwendige Wissen und die entsprechende Technik, um aus dem Ursprungsmaterial ordentliche digitale Abbilder zu machen. Außerdem kannst du festlegen, ob lediglich eine digitale Kopie erstellt werden soll oder ob nach Möglichkeit auch eine Nachbearbeitung vorgenommen wird, damit zum Beispiel ein alter Videofilm auch auf neueren Bildschirmen noch gut aussieht. Letzteres ist zwar etwas teurer, dafür lohnt es sich aber auch, wenn deine digitalen Erinnerungen richtig schön werden. 6. Die Wegwerfparty. Um nicht dein Zuhause komplett alleine ausräumen zu müssen, veranstaltest du eine sogenannte Wegwerfparty. Dafür lädst du eine Handvoll Freunde und Bekannte ein, die dir beim Ausräumen deines Zuhauses helfen sollen. Deine Gäste bringen blaue Beutel oder Kartons als Eintrittskarte mit, dafür sorgst du für das leibliche Wohl in Form von kleinen Schnittchen, Knabbereien und Getränken. Wenn alle Gäste da sind, dann geht ihr gemeinsam die anstehende Aufgabe einmal durch. Erkläre deinen Helfern, wie du die einzelnen Gegenstände vorsortiert bzw. markiert hast, damit sie wissen, was bleiben soll, was aussortiert werden kann und bei welchen Dingen du dich vielleicht auch noch einmal mit ihnen beraten möchtest. Falls notwendig, kannst du auch Zonen festlegen, welche von der Party ausgenommen werden sollen, wie beispielsweise die Unterwäscheschublade im Schlafzimmer. Anschließend arbeitet ihr entweder alle gemeinsam einen Raum nach dem anderen ab oder ihr teilt euch in kleinere Gruppen auf, wobei jede Gruppe sich ein anderes Zimmer vornimmt. Wenn du dich für die Variante mit den einzelnen Gruppen entscheidest, dann solltest du zwischendurch immer mal wieder einen Rundgang machen und nachschauen, wie deine Gäste vorankommen. Die Wegwerfparty hat einen großen Vorteil. Du kannst deinen ganzen Haushalt innerhalb eines Tages bzw. einer Party verkleinern. Die Aufgabe an sich wird zwar nicht kleiner, aber durch die zusätzlichen Helfer lässt sie sich besser aufteilen. Das hat auch zur Folge, dass du und deine Gäste insgesamt schneller vorankommen werdet, als du es alleine könntest. Wo du vielleicht einen ganzen Tag investieren müsstest, kann eine kleine Gruppe alles in 2 oder 3 Stunden erledigen, wenn ihr effizient arbeitet. Allerdings gibt es auch ein paar Punkte, auf die du bei der Wegwerfparty achten musst. Zum einen wäre da die Größe der Gästeliste zu nennen. Generell gilt, je mehr Leute, desto besser lässt sich die Arbeit aufteilen. Wenn du allerdings zu viele Leute einlädst, dann besteht die Gefahr, dass sich deine Helfer nur gegenseitig im Weg stehen. Als Resultat arbeiten dann 2 oder 3 Freunde, während der Rest einfach nur zuschaut und Schnittchen isst. Halte die Party darum eher klein. In einer Wohnung reichen schon 2 bis 3 Gäste völlig aus. In einem Haus können es auch zwischen 10 und 15 Gäste sein, wenn ihr euch dann in gleich große Gruppen aufteilt. Aber bedenke, dass du auch zwischen den Gruppen immer mal wieder hin und her laufen musst, um zu schauen, ob alles problemlos abläuft. Darum ist es einfacher, wenn du eher weniger Gäste hast und diese auch weniger Gruppen zum Ausräumen bilden. Eine andere Schwierigkeit besteht darin, eine gute Balance zwischen der Arbeit und dem Vergnügen zu finden. Du und deine Gäste habt das Ziel, dein Zuhause während der Party so weit wie möglich auszuräumen.
Gleichzeitig soll es aber auch ein vergnügliches Zusammenkommen sein. Wenn die eine oder die andere Seite überwiegt, hat das nur Nachteile. Wenn du beispielsweise deine Gäste nur zur Arbeit anspornst, aber nicht für eine angenehme Atmosphäre sorgst, dann werden sie die Aufgabe sicherlich erledigen. Dafür kann es passieren, dass sie sich dann früher verabschieden, weil sie einfach keine Lust mehr haben und dir beim nächsten Mal absagen, wenn du sie um Hilfe bittest. Wenn die Stimmung dagegen zu lustig wird, dann besteht die Gefahr, dass die Arbeit vergessen wird. Du und deine Gäste unterhalten sich nur und bedienen sich an den Schnittchen und Getränken, alle haben eine gute Zeit und wenn die Leute gehen, stellst du fest, dass kaum etwas von der Arbeit erledigt worden ist. Versuch deshalb einen Mittelweg zu finden. Deine Helfer sollen in guter Stimmung sein, aber auch das tun, worum es bei der Wegwerfparty geht: die überflüssigen Gegenstände aussortieren. Wenn dir das gelingt, dann kann die Party nicht nur eine große Hilfe, sondern auch ein angenehmer Zeitvertreib sein. Kleiner Tipp: Entsorgen oder verschenken. Der Sinn der Wegwerfparty soll es sein, dass du all die Sachen aus deinem Zuhause wegbekommst, für die du keine Verwendung mehr hast. Damit ist aber nicht zwangsweise gemeint, dass du und deine Helfer alles auf den Müll werfen oder zum Altlastencontainer bringen müsst. Gerade wenn einige Dinge noch in einem guten Zustand sind, weil sie vielleicht von dir kaum genutzt oder besonders pfleglich verwendet wurden, können sie noch Abnehmer finden. Womöglich wirst du auch auf der Party mal zu hören bekommen, dass einem deiner Gäste eines oder mehrere Objekte gefallen, welche du aussortieren möchtest. Was spricht dann dagegen, es ihm zu vermachen? Das Resultat bleibt dasselbe, egal ob du etwas verschenkst, verkaufst oder auf den Müll wirfst. Die Sachen stehen nicht mehr in deinem Zuhause herum. Lass deine Gäste darum ruhig alles mitnehmen, was ausgeräumt wird. Dann hat jeder etwas davon. Du hast deine Wohnung oder dein Haus befreit und deine Gäste haben ein paar Sachen mehr, die ihnen von Nutzen sein können. Für Objekte, die etwas teurer gewesen sind, kannst du zur Not auch eine kleine Gebühr verlangen, falls du diese Sachen ungern komplett umsonst weggeben möchtest. Kapitel 8: Minimalismus leben. Worauf ist zu achten? Dein Zuhause von überflüssigem Besitz zu befreien, war nur der Anfang deines neuen minimalistischen Lebens. Es bedarf aber noch ein paar Schritte mehr, um diesen Lebensstil dauerhaft beizubehalten. Andernfalls wird es nicht lange dauern, bevor deine Wohnung oder dein Haus wieder so aussieht wie vor der Ausräumaktion. Damit das nicht passiert, sollen dir diese Verhaltensweisen helfen. Erstens, die kleinen Stauräume organisieren. Damit sich in den Schubladen deiner Möbel nicht wieder ein Durcheinander an kleinen Dingen bilden kann, solltest du sie direkt nach dem Ausräumen neu belegen. Das mag zunächst paradox klingen, hat aber einen einfachen Hintergedanken. Wenn eine Schublade bereits belegt ist, bietet sie weniger Stauraum für Kleinartikel. Lege zum Beispiel Bücher oder Schreibmaterialien wie Papier und Umschläge in deine Schubladen im Arbeitsbereich. Diese Artikel nehmen als Stapel schon eine Menge Platz weg. Wenn du dann noch kleine Büroartikel wie einen Locher oder den Tacker dazulegst, dürfte die Schublade voll genug sein. Alternativ dazu kannst du auch sogenannte Schreibtischbattler verwenden. Dabei handelt es sich um kleine Behälter mit verschiedenen Fächern, in denen Stifte, Klammern und Ähnliches ordentlich abgelegt werden können, sodass sie nicht wild in der Schublade herumrollen. Die übrigen Schubladen in deinem Zuhause solltest du ebenso sinnvoll füllen. Wenn du den Eindruck hast, dass nicht genügend Dinge vorhanden sind, um alle kleinen Stauräume zu belegen, dann überlege zunächst, ob du die Stauräume überhaupt brauchst. Nimm als Beispiel einen kleinen Schuhschrank. Vor der Verkleinerung des Haushaltes war dieser Schrank voll mit deinen Schuhen für die unterschiedlichsten Gelegenheiten. Nach dem Entsorgen hast du aber nur noch 3 Paar Schuhe übrig. Ist für diese 3 Paar wirklich ein ganzer Schrank notwendig? Sicherlich kannst du dieses Paar Schuhe auch anders unterbringen, sodass der Schrank komplett leer ist. Also wäre der Schuhschrank faktisch überflüssig und kann entsorgt werden.
Ähnlich kannst du mit anderen Möbeln verfahren. Schau zunächst, ob du deinen übrigen Besitz so umverteilen kannst, dass du die Stauräume bei einem Möbelstück füllst. Werden dadurch die Schubladen anderer Möbel komplett leer, sortierst du diese Möbel aus. Wenn du auf ein Möbel mit kleinen Stauräumen absolut nicht verzichten kannst, beispielsweise einen Schreibtisch, dann suchst du nach einer Möglichkeit, dir den Zugang zu diesen Stauräumen zu erschweren. Am einfachsten schaffst du das, wenn sich die Schubladen abschließen lassen. Wichtig ist, dass die Schublade sich nicht ohne weiteres auf- und zumachen lässt. Wenn du eine Schublade erst umständlich aufschließen oder einsetzen musst, dann verschwindet das Objekt, das verstaut werden soll, nicht so schnell aus deinem Blickfeld. Das gibt dir die Chance, noch einmal genauer darüber nachzudenken, ob du es eigentlich nur schnell ablegen willst oder ob du nicht doch einen sinnvolleren Platz dafür findest. Zweitens, sortiere nach Funktionen. Dieser Kniff ist sowohl ein Zeitsparer als auch eine Erleichterung deiner Einkäufe. Sortiere die Dinge in deinen Räumen nach ihren Funktionen. In der Küche machst du das zum Beispiel automatisch. Du legst die Teller zusammen, die Töpfe und das Besteck. Aber was ist mit Gewürzen, Backzubehör oder dem Equipment für deine Elektrogeräte? Auch diese Sachen sollten so verstaut werden, dass du immer weißt, wo sie sind und mit einem Blick erkennen kannst, was du vielleicht mal einkaufen musst. Es hilft übrigens, wenn du kleine Tupperdosen verwendest und dort hinein zusammengehörende Dinge legst. In der Küche wären das die Gewürze, die du in eine Dose legst, im Badezimmer dagegen Dusch- und Badezubehör wie Seifen oder Badeschwamm. Für jede Dose kannst du dir eine Liste machen, was darin enthalten ist und wie viel du benötigst. Es wäre aber sinnvoller, wenn du dir einen zentralen Einkaufszettel an einem Klemmbrett oder Clipboard machst und dort immer einträgst, was sich so an Einzukaufendem zusammenträgt. Drittens, glatte Flächen beseitigen. Beistelltische und Ähnliches sind eine zu große Verlockung, um als Ablagefläche für neue Dinge zu dienen. Darum solltest du sie ähnlich wie die Schubladen entweder sinnvoll organisieren oder sie direkt beseitigen. Das Organisieren ist zwar oft einfacher, birgt aber auch die Gefahr, dass du neue Dinge wie eine Getränkeflasche oder eine kleine Vase einfach obendrauf stellst. Die meisten Abstellflächen sind ohnehin größer, als sie für deine Bedürfnisse sein müssten. Statt einem Nachttisch würde auch ein kleiner Hocker oder ein schmaler Stuhl reichen. Auf dem kannst du die wichtigsten Sachen, deinen Wecker, ein Glas Wasser für die Nacht und eventuell ein kleines Buch, ebenso gut ablegen. In deinem Wohnbereich, sprich dort, wo dein Sofa steht, solltest du dagegen gar keine bequeme Abstellfläche behalten. Es ist besser, wenn der einzige Tisch so vor dem Sofa steht, dass du auch immer im Blick hast, was du darauf stellst. So siehst du schneller, wenn sich eine Unordnung anbahnt und kannst diese sofort aufräumen. Kannst du dagegen gar nicht auf die kleinen Beistelltische verzichten, dann nutze einen einfachen Trick. Stell sie einfach mindestens 2 Schritte von deinen Sitzgelegenheiten entfernt. Wenn du etwas darauf stellen willst, bist du gezwungen aufzustehen und erst zum Tisch hinüberzugehen. Auch in diesem Fall wirst du bewusster auf den Inhalt des Tisches schauen und somit eher erkennen, wann es wieder Zeit zum Aufräumen ist. Viertens. Post und Dokumente direkt sortieren. Papier, in welcher Form auch immer, sammelt sich leider am schnellsten und an den verschiedensten Orten an, wenn man nicht aufpasst. Du kommst von der Arbeit, nimmst auf dem Weg in die Wohnung die Post mit und wirfst sie zunächst auf den nächstbesten Tisch in Nähe der Tür, weil du gerade andere Dinge im Kopf hast. Wenn du dich dann mit der Post beschäftigst, trennst du wahrscheinlich die wichtigen von den unwichtigen Briefen, entsorgst die Werbezettel und dergleichen aber nicht sofort. Das ist bereits der Anfang neuer Ansammlungen und problematischer noch dazu. Denn viele Menschen legen ihre Briefe, Zeitschriften und Zeitungen nicht zentral ab, sondern immer gerade dort, wo es ihnen gefällt.
Das führt dazu, dass sich überall im Haushalt kleinere oder größere Papierhaufen bilden, bis sie so groß werden, dass sie irgendwann gezwungenermaßen sortiert und weggeräumt werden müssen. Um das zu unterbinden, solltest du dir unbedingt die Zeit nehmen, deine Post und andere Dokumente sofort zu sortieren, wenn du sie nach Hause bringst. Um das zu unterbinden, solltest du dir unbedingt die Zeit nehmen, deine Post und andere Dokumente sofort zu sortieren, wenn du sie nach Hause bringst. Für alle Dokumente, die wichtig sind, richtest du eine zentrale Ablage ein, damit du diese Papiere nicht erst lange suchen musst, wenn du sie brauchst. Alles Unwichtige landet dagegen sofort im Papierkorb. Ähnlich kannst du auch mit Zeitungen und Zeitschriften verfahren. Lege sie an einem Ort ab und entsorge sie, wenn du sie durchgelesen hast, beziehungsweise wenn sie abgelaufen sind. Du wirst auf diese Weise zwar nicht verhindern können, dass immer mal wieder neuer Papierverkehr seinen Weg zu dir findet, aber du hast zumindest eine Übersicht und verhinderst das Entstehen vieler unübersichtlicher Blätterhaufen. Fünftens. Wegräumen, nicht abstellen. Diese Umstellung ist vielleicht am schwierigsten umzusetzen, hat dafür aber auch die größten Auswirkungen. In deinem minimalistischen Haushalt ist ein nur eben abstellen verboten. Wenn du Sachen abstellst, dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du die Sachen an Ort und Stelle vergisst oder schlicht von anderen Sachen abgelenkt wirst. Damit sich zu einem abgestellten Gegenstand nicht weitere gesellen können, ist es am besten, wenn du immer Ordnung schaffst. Du liest ein Buch und möchtest im Anschluss etwas anderes machen? Dann leg das Buch nicht einfach ab, sondern stell es wieder zurück ins Regal. Oder isst du vielleicht vor dem Fernseher? Warum sollte das schmutzige Geschirr dann auf dem Tisch bleiben, nachdem du fertig bist? Stell es direkt in die Spüle und wasche es im Idealfall auch direkt ab. Auf diese Weise kannst du das Geschirr und das Besteck auch gleich dorthin räumen, wo es hingehört, damit es sich nicht im Spülbecken stapelt. Auch wenn du mal Gäste hast, solltest du versuchen, alles Ungenutzte zeitnah abzuräumen, egal ob es sich dabei um Teegeschirr, Teller oder anderes handelt. Sag dir einfach, dass es ohnehin aufgeräumt werden muss, also kannst du es auch machen, wenn du und deine Freunde mit dem Tee oder dem Essen fertig seid. Außerdem wirkt eine aufgeräumte Umgebung gemütlicher als ein überfüllter Tisch, sodass du und deine Gäste euch wohler fühlen werdet, nachdem du kurz etwas Ordnung geschafft hast. Strategien für zukünftige Einkäufe. Damit dein Zuhause möglichst minimalistisch und organisiert bleibt, ist es wichtig, dein Kaufverhalten zu verändern. Deshalb soll es nun darum gehen, wie du dich beim Einkaufen gegen die kleinen Fallen und Werbestrategien wehren kannst. Schreibe einen Einkaufszettel. Ein Einkaufszettel als solches hat drei Funktionen für dich. Erstens, Übersichtshilfe. Er hilft dir dabei, einen Überblick zu bekommen, was du in deiner Tiefkühltruhe, deinem Kühlschrank oder deiner Speisekammer hast. Alles, was du schon hast, brauchst du nicht erst kaufen. Vor allen Dingen nicht aus dem einzigen Grund, dass es irgendwo als Angebot ausgeschrieben ist. Zweitens, Gedächtnisstütze. Als zweites soll der Einkaufszettel dir während des Einkaufes als Gedächtnisstütze dienen. Es kann schwer sein, sich alle Dinge zu merken, die man einkaufen will. Es wird zusätzlich schwer, wenn du im Supermarkt von eventuellen Aktionen und Angeboten abgelenkt wirst. Da können Kleinigkeiten wie beispielsweise eine Tüte Milch oder eine Packung Salz schon mal leicht in Vergessenheit geraten. Wenn du aber einen Einkaufszettel mit dir führst, dann kannst du immer wieder schauen, was du schon besorgt hast und was noch fehlt. Für die bessere Übersicht kannst du dir auch einen Stift mitnehmen und alle Dinge markieren, die du schon besorgt hast. Da es aber schon eine kleine Herausforderung sein kann, auf einem Zettel etwas durchzustreichen, empfehle ich dir die Verwendung eines Eddings oder eines Textmarkers. Mit solchen Stiften brauchst du nur einen Punkt hinter die erledigten Dinge zu setzen
und hast trotzdem eine deutliche visuelle Hilfestellung. Drittens, roter Faden. Als letzter und ebenfalls wichtiger Grund soll der Einkaufszettel dein roter Faden beim Einkaufen sein. Denn nur das, was auf deinem Einkaufszettel steht, darf auch gekauft werden. Aber auch nur genau in den Mengen, die du aufgeschrieben hast. Alles, was nicht auf deinem Zettel steht, soll auch nicht gekauft werden. Es spielt keine Rolle, wie verlockend ein Angebot klingt oder wie viel Rabatt du vielleicht bekommst, wenn du eine bestimmte Menge von einem Produkt kaufst. Du hast es nicht aufgeschrieben, also kaufst du es auch nicht. Muskeln statt Auto. Dieser Tipp ist vielleicht nicht in jeder Situation geeignet, aber sofern du nicht allzu weit außerhalb der Stadt wohnst, solltest du zum Einkaufen immer laufen, statt mit dem Auto zu fahren. Alternativ kannst du auch das Fahrrad nehmen, falls die Strecke doch etwas weiter sein sollte. Wenn du auf das Auto verzichtest, dann bist du darauf angewiesen, alle Einkäufe mit eigener Muskelkraft zu transportieren. Es mag vielleicht nach nichts Besonderem klingen, aber wenn du das erste Mal zwei richtig volle Einkaufstüten zu Fuß nach Hause bringst, wirst du anders darüber denken. Selbst ein kurzer Weg von 5 Minuten kann unheimlich anstrengend werden, wenn du dabei zwei Gewichte von 5 bis 10 Kilogramm schleppen musst. Bei jedem Schritt musst du darauf achten, dein Gleichgewicht nicht zu verlieren, während deine Einkäufe deine Arme gnadenlos gen Boden ziehen. Wenn dann noch Hindernisse wie Strecken bergauf oder Treppen kommen, macht sich das Gewicht der Einkäufe zusätzlich bemerkbar. Du wirst sehr froh sein, wenn du die Einkäufe erfolgreich nach Hause gebracht hast. Aber du wirst auch zukünftig eher versuchen, weniger zu kaufen, um nicht wieder diese Art von Anstrengung erleben zu müssen. Es gibt aber noch einen zweiten Effekt, den du dir zu Nutzen machen kannst, wenn du auf das Auto verzichtest. Denn sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad bist du sehr eingeschränkt darin, wie viel du transportieren kannst. Beim Auto ist es einfach. Du machst den Kofferraum auf und legst dort alles ab. Sofern du keine großen, sperrigen Objekte transportieren musst, kannst du auch größere Einkäufe problemlos in einem Kleinwagen verstauen. Wenn du dagegen diesen fahrbaren Stauraum nicht zur Verfügung hast, dann hast du nur deine eigenen Hände, mit denen du die Einkäufe vom Supermarkt nach Hause bringen musst. Auf dem Fahrrad gibt es noch zusätzliche Möglichkeiten, wie einen Korb oder den Gepäckträger. Doch auch diese Tragehilfen bieten nicht so viel Platz wie ein Auto. Außerdem musst du beim Fahrrad aufpassen, dass deine Einkäufe dein Gleichgewicht beim Fahren nicht beeinträchtigen, weil du ansonsten leicht stürzen kannst. In beiden Fällen würdest du es vielleicht hinbekommen, mehr als 2 Tüten zu schleppen. Aber es wäre ein immenser Balanceakt. Darum wirst du dich in deinen Einkäufen beschränken, um dich beim Weg nach Hause nicht zu überladen. Weg vom Einkaufswagen. Der Einkaufswagen ist zwar das am meisten verbreitete Hilfsmittel, um deine Einkäufe durch den Supermarkt zu transportieren, aber es gibt auch eine Alternative. Denn nahezu jeder Supermarkt bietet seinen Kunden auch Einkaufskörbe an, die speziell für kleine Einkäufe ausgelegt sind. Auch für deine zukünftigen Einkäufe solltest du immer einen Korb statt einem Wagen wählen. Immerhin hat der Korb ein paar Vorzüge. Du wirst feststellen, dass du mit einem Einkaufskorb in der Hand deutlich schneller und beweglicher bist als mit einem Einkaufswagen. Die geringe Größe erlaubt es dir, einfacher durch die Gänge und Regale zu navigieren. Immerhin musst du keinen großen Stahlkäfig vor dir herschieben und diesen mühsam an den Einkaufsbremsen vorbei manövrieren. Du kommst somit deutlich schneller durch den Supermarkt und kannst auch durch kleinere Lücken schlüpfen. Zudem musst du dir genau überlegen, was in deinen Korb kommt und was nicht. Der begrenzte Platz des Korbes reicht oft nur aus, um gerade so deine Einkaufsliste abzuarbeiten. Raum für überflüssige Spontankäufe ist so gut wie keiner.
Außerdem entspricht die Füllmenge eines Korbes ziemlich genau dem Platz, den dir ein normaler Einkaufsbeutel bietet. Wenn dein Korb also voll ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Beutel ebenso voll sein wird. Somit kannst du gut einschätzen, ob deine Einkäufe auch alle in deine Transportmöglichkeiten passen werden oder ob du doch etwas zurückstellen musst, wenn du dich auf dem Rückweg nach Hause nicht unnötig abschleppen möchtest. Stoßzeiten meiden. Normalerweise bist du vermutlich immer dann einkaufen gegangen, wenn du gerade Zeit hattest. Um 10 Uhr, um 16.30 Uhr oder auch schon mal um 19 Uhr. Und sicherlich war der Supermarkt oft einfach sehr überfüllt. Das ist nicht unbedingt ein Zufall, sondern liegt einfach daran, dass die meisten Menschen ebenso wie du einfach dann einkaufen gegangen sind, wie es ihnen gerade zeitlich passte. Dadurch entstehen in den Supermärkten verschiedene Stoßzeiten, zu denen die Geschäfte besonders voll sind. Vormittags zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr ist die Haupteinkaufszeit von Senioren und Müttern mit Kleinkindern. Diese beiden Käufergruppen gehen keiner geregelten Arbeit nach und gehen eher vormittags einkaufen, damit sie ihre Einkäufe möglichst früh erledigen können. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr kaufen dann eher Familien und Jugendliche ein. Auch das lässt sich einfach erklären. Gegen 13 Uhr ist für viele Schüler Schulschluss. Sind die Kinder kleiner, nehmen die Eltern sie lieber zum Einkaufen mit, statt sie alleine zu Hause zu lassen. Jugendliche gehen dagegen eher nachmittags einkaufen, wenn sie auf dem Weg zu einer anderen Beschäftigung sind und vorher noch kurz etwas zu trinken oder Süßigkeiten besorgen wollen. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr findet sich die letzte Stoßzeit. Die Hauptkunden sind dann Arbeitnehmer, die auf dem Weg in den Feierabend noch schnell ihre Einkäufe für das Abendessen oder den nächsten Tag erledigen wollen. Die oben genannten Zeitabschnitte solltest du nach Möglichkeit vermeiden. Andernfalls wirst du durch die anderen Kunden nur verlangsamt. Das führt wiederum dazu, dass du länger im Geschäft bist und dadurch den diversen Versuchungen länger ausgesetzt bist. Wenn du dagegen morgens zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, mittags zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr oder abends zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr einkaufen gehst, dann werden die Geschäfte in der Regel leerer sein. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Leute nicht notwendigerweise früh aufstehen möchten, nur um einkaufen zu gehen. Mittags sind die Geschäfte dagegen oft leerer, weil in dieser Zeit typischerweise Mittagsstunde gehalten wird. Am späten Abend gehen wiederum weniger Kunden einkaufen, weil dieser Zeitabschnitt oft nach dem Abendbrot liegt. Die meisten haben also schon gegessen und brauchen nichts mehr für den Abend einkaufen. Für dich bedeutet es, dass du innerhalb dieser drei Tagesbereiche eine gute Chance hast, schnell und nahezu ungestört durch den Supermarkt gehen zu können. Der Einkauf beansprucht somit weniger Zeit und es besteht weniger die Gefahr ungewollter Spontankäufe. Jede Anschaffung hinterfragen. Du wirst es nicht immer vermeiden können, dass du doch mal vor einem Artikel stehen bleibst und mit dem Gedanken spielst, ihn zu kaufen. Möglicherweise handelt es sich um eine Rabattaktion und du denkst dir, so viel Nachlass auf dieses Produkt? Das klingt nach einem guten Angebot. Oder dir kommt der Gedanke, dass du so etwas wie das, was du gerade siehst, schon immer haben wolltest. Es wird womöglich nicht einfach sein, nicht die Brieftasche zu zücken und den Kauf zu tätigen. Bevor du mit deinem ungeplanten Einkauf allerdings zur Kasse gehst, nimm dir erst 5 Minuten und frag dich selbst, brauche ich das wirklich? Überlege dir die Antwort sehr gründlich. Frage dich, wie du bisher ohne diesen einen Artikel ausgekommen bist. Hat es wirklich bisher einen Punkt gegeben, der ohne dieses spezielle Produkt deutlich anstrengender, zeitintensiver oder schlicht nerviger war? Oder bist du bisher auch gut ohne diesen einen Gegenstand ausgekommen, den du nun kaufen möchtest? Versuche abzuschätzen, wie oft du den Artikel wirklich benutzen würdest. Ist es wahrscheinlich, dass du ihn regelmäßig verwenden würdest?
Oder wird es wohl eher so sein, dass du den Artikel nach ein oder zwei Nutzungen in den Abstellraum beförderst und nicht mehr nutzt? Zu guter Letzt stell dir vor, wo du den Artikel abstellen würdest, oder besser, ob in deiner Wohnung ein guter Platz für den Artikel ist, ohne dass er nur im Weg liegt oder Staub ansetzt. Wenn du zu dem Schluss gekommen bist, dass du das Produkt eigentlich nicht brauchst, es kaum benutzen würdest oder dafür schlicht keinen sinnvollen Platz in deiner Wohnung findest, dann ist die Entscheidung eindeutig. Es wird nicht gekauft. Wenn du dagegen der ehrlichen Meinung bist, dass du den Artikel benötigst und ihn auch regelmäßig verwenden würdest, wäre ein Kauf theoretisch sinnvoll. Aber auch dann solltest du dir das Produkt nicht gleich greifen, sondern zunächst nach Hause gehen. Gib dir mindestens einen Tag, um noch einmal über das Produkt nachzudenken. Stell gegebenenfalls Vergleiche im Internet an. Wenn du dir den Hersteller und die Bezeichnung des Produktes merkst, kannst du dich mit etwas Glück nicht nur über einen Online-Preisvergleich, sondern eventuell auch über ein paar Meinungen von Kunden, die den gleichen Artikel bereits ausprobiert haben, informieren. Stellst du fest, dass der Preis angemessen oder sogar geringer als alles ist, was du im Netz an Angeboten findest, dann wäre das ein Pluspunkt für den Kauf. Sind die Kundenbewertungen ebenfalls positiv, steht einem Einkauf eigentlich nur noch deine persönliche Wartezeit von mindestens einem Tag im Weg. Wenn aber der Ladenpreis deutlich teurer als die Angebote im Internet ist oder du hauptsächlich negative Meinungen zu dem Produkt findest, dann solltest du das ebenfalls in deine Überlegungen mit einbeziehen. Der Online-Vergleich kann deine Meinung sowohl in die eine als auch in die andere Richtung drehen, weshalb es umso wichtiger ist, dass du dir ausreichend Zeit lässt, ehe es möglicherweise zum Kauf kommt. 1-für-1-Methode. Für den Fall, dass du dich zu einer neuen Anschaffung durchgerungen hast, gibt es noch die 1-für-1-Methode, welche verhindern soll, dass sich dein Zuhause wieder mit Überflüssigem füllt. Die Vorgehensweise ist einfach. Für jeden Artikel, den du kaufst, muss zu Hause einer entsorgt werden. Man könnte diese Strategie auch als neu gegen alt bezeichnen. Der Clou dabei ist, dass du dir quasi alles kaufen kannst, was du möchtest, oder auch einfach mal schwach werden darfst. Als Konsequenz muss nach dem Einkauf dann aber auch geschaut werden, wovon du dich trennen wirst. Denn diese Methode funktioniert nur dann, wenn du bei einem Neukauf ein altes, gebrauchtes Produkt nicht einfach wieder in den Keller stellst. Das würde nur dazu führen, dass sich deine Stauräume wieder nach und nach füllen, bis du erneut an dem Punkt ankommst, an dem deine Wohnung oder dein Haus schlichtweg überläuft mit Sachen, die du nicht benutzt. Außerdem ist es wichtig, dass du nicht wahllos irgendetwas zu Hause greifst und wegwirfst, wenn du mal etwas Neues gekauft hast. Das würde nur Spielraum für kleine Selbstbetrügereien lassen, da du meinen könntest, dass du dir etwas Großes, Fernseher, Computer oder dergleichen, kaufst und im Austausch etwas Kleines, einen Bleistift, einen Schokoriegel oder ähnliches, entsorgst. Es wäre ja dann trotzdem noch 1-für-1. Da für den einen gekauften Fernseher ein Schokoriegel verschwindet. Der Sinn und Grundvoraussetzung bei der Methode ist aber, dass für jede Anschaffung etwas von gleichem Wert bzw. mit dem gleichen Funktionsumfang verschwindet. Willst du dir also einen neuen Computer kaufen, dann musst du auch bereit sein, dich von deinem alten Computer zu trennen. Legst du dir dagegen eine Küchenmaschine mit verschiedenen Funktionen zu, dann reicht es nicht einfach nur, den alten Handmixer zu entsorgen. Es sollen alle Geräte aussortiert werden, welche durch die Küchenmaschine ohnehin ersetzt werden würden. Selbst bei Bekleidung gibt es keine Ausnahme. Kaufst du dir eine neue Hose, fliegt eine alte Hose raus. Wenn du dich an diese Vorgehensweise hältst,
musst du kein schlechtes Gewissen haben, falls du dich doch einmal zu einem Spontankauf hinreißen lässt. Und sorgst ebenfalls dafür, dass sich die Menge an Dingen in deinem Zuhause nicht groß verändert. Übrigens bietet es sich bei der Anschaffung von größeren Geräten, wie eben einem Fernseher oder auch einer Tiefkühltruhe an, den Tauschservice der Geschäfte in Anspruch zu nehmen. Die meisten Elektrofachhändler bieten nämlich nicht nur an, dass sie ein neues, größeres Gerät liefern, sondern im Gegenzug auch das alte Gerät gleich mitnehmen. Die Sachen müssen dann nicht in deinem Keller verbleiben und es erspart dir die Aufgabe zu schauen, wie du die Dinge letztendlich entsorgen kannst. Für die Unterhaltung im minimalistischen Zuhause. Im Zuge deines Aufräumens wird es sich nicht vermeiden lassen, dass du dich auch von deinen CDs, DVDs und Büchern trennst, die du dir über die Jahre so angeschafft hast. Es müssen nicht alle entsorgt werden, falls du, wie bereits erwähnt, besonders an einigen Stücken hängst und diese auch wirklich häufig nutzt. Aber du wirst dich von einem Großteil deiner Sammlungen trennen müssen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was du dann machen sollst, wenn du mal Lust auf ein Buch hast, du ein bestimmtes Album hören willst oder du dir als Alternative zum Programm im Fernsehen einen Film auf DVD ansehen möchtest. Genau zu diesem Punkt möchte ich dir eine Handvoll Lösungen empfehlen. Erstens, Leihen statt kaufen. Es ist nicht notwendig, dass du dir Bücher, CDs oder DVDs immer gleich kaufen musst. Je nach Aktualität und Ausstattung kann das nämlich bedeuten, dass du viel Geld für Dinge bezahlst, welche du vielleicht nur ein- oder zweimal nutzt. Gerade solche Artikel liegen in der Wohnung häufig nur herum und sammeln fleißig Staub an, bis du dann irgendwann mal wieder Lust auf sie hast. Heutzutage musst du solche Dinge aber nicht mehr selbst besitzen, um sie genießen zu können. Es reicht völlig aus, wenn du sie dir für eine kurze Zeit ausleihst und sie danach wieder zurückgibst. Der Vorteil dieser Methode ist, dass du immer genau das holen kannst, worauf du gerade Lust hast, es aber nicht behalten musst. Wenn du gerade ein gutes Buch lesen möchtest, dann fährst du einfach in die nächste Bücherei und schaust dich um. Mittlerweile bieten viele Büchereien auch einen Online-Service an, bei dem du durch ihr Sortiment stöbern oder nach ganz speziellen Büchern, CDs und immer häufiger auch DVDs oder Videospiele suchen kannst. Die größte Plattform ist www.onleihe.net mit einer Vielzahl an Partnerbüchereien in ganz Deutschland. Wenn ein Artikel nicht im Sortiment einer ausgewählten Bücherei vorhanden ist oder der von jemand anderem ausgeliehen wurde, dann hast du die Möglichkeit, einen Bestellantrag auszufüllen. Die Büchereien versuchen dann, das gewünschte Buch oder den Film bei einer Partnerbücherei auszuleihen und für dich zu reservieren. Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn deine Bestellung da ist und abgeholt werden kann. Liegt dein Interesse weniger bei Büchern oder CDs, sondern eher bei DVDs und Spielen, dann wäre eine Videothek vielleicht eher etwas für dich. Auch hier lässt sich bequem durch das Sortiment stöbern. Oder du kannst versuchen, bestimmte Filme oder Spiele zu bestellen. Allerdings unterscheiden sich die Leihgebühren und die Leihdauer von Büchereien und Videotheken stark. Während du beispielsweise in der Bücherei einen Film zwischen 3 Tagen und einer Woche für einen geringen Preis ausleihen kannst, meistens liegt der Preis pro DVD unter 5 Euro, musst du in einer Videothek die Leihartikel in der Regel am nächsten Tag zurückbringen, falls dieser ein normaler Werktag ist. Außerdem richtet sich die Höhe der Leihgebühr nach der Aktualität des Films und kann auch schon mal seine 15 € für 24 Stunden kosten. Viele Videotheken bieten aber auch längere Leihdauern und Preisermäßigungen an. Du solltest dich deshalb genau informieren, was möglich ist. Zweitens, Online-Dienste. Wenn dir der Weg zum Verleih zu umständlich ist, gibt es mittlerweile auch Alternativen im Internet wie www.netflix.com oder de, www.watchever.de
oder www.maxdome.de, um sich Dinge auszuleihen. Diese Plattformen werden als Streaming-Dienste bezeichnet und bieten vom Sortiment her oft genau das Gleiche an, was du auch in einer Videothek finden würdest. Alles, was du zur Nutzung brauchst, ist eine gute Internetverbindung, ein geeignetes Abspielgerät und je nach Anbieter ein Konto bei dem betreffenden Streaming-Dienst. Hierbei sind die Konditionen recht unterschiedlich. Bei einigen Anbietern bekommst du ein kostenloses Konto und bezahlst dann einzeln für die Artikel, die du nutzen möchtest. Bei anderen Anbietern ist das Konto dagegen mit einer Monatsgebühr verbunden, für die du dann aber auf einen Teil des Sortiments verbilligt oder auch ohne Zusatzkosten zugreifen kannst. Es gibt auch Portale, bei denen sowohl die Anmeldung eines Kontos als auch das Anschauen der Filme völlig kostenlos ist. Allerdings ist die Auswahl bei diesen Anbietern deutlich kleiner und die Filme werden immer wieder mal durch Werbung unterbrochen. Von ihrer Handhabung funktionieren die meisten Streaming-Portale ähnlich. Du klickst dich durch das Sortiment, das übersichtlich nach unterschiedlichen Kategorien wie dem Genre, dem Veröffentlichungsjahr oder der Spieldauer sortiert ist, und suchst dir einen Artikel aus. Sobald du diesen anklickst, wirst du gefragt, ob du ihn leihen oder kaufen möchtest. Diese beiden Funktionen sind prinzipiell ähnlich. Das Kaufen ermöglicht es dir dagegen, den Artikel so lange und so oft wie möglich zu nutzen. Leihst du dagegen nur aus, dann erhältst du zunächst einen begrenzten Online-Zugang zu dem Produkt. Nimm als Beispiel einen Film, den du über einen Streaming-Dienst leihst. Nach dem Abschluss des Leihvorgangs kannst du 48 Stunden auf den Film zugreifen oder ihn insgesamt 5-mal ansehen. Der Vorteil hierbei ist, dass du selber entscheiden kannst, ob du den Film sofort schauen willst oder ob du ihn womöglich erst am Abend oder am nächsten Tag siehst. Sind die 48 Stunden abgelaufen, verfällt dein Zugang wieder und du musst den Film erneut ausleihen. Einige Streaming-Portale bieten zusätzlich zum reinen Online-Anschauen auch eine begrenzte Offline-Funktion an. Hierbei wird der Film dann auf ein Endgerät wie deinen Laptop heruntergeladen, damit du ihn auch dann anschauen kannst, wenn du gerade keine Internetverbindung hast. Das ist dafür gedacht, wenn du beispielsweise mal verreist und Unterhaltung für unterwegs im Flugzeug benötigst. Die Rahmenbedingungen bleiben aber auch beim Offline-Angebot die gleichen. Der Film ist 48 Stunden oder 5-mal abrufbar. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie die Betreiber der Streaming-Dienste überprüfen wollen, ob du den Film nicht doch länger behältst oder öfter anschaust. Die Antwort ist, dass sie es nicht tun müssen. Alle Offline-Leihangebote sind so ausgelegt, dass sie sich nach Ablauf der Leihfrist oder dem Erreichen der maximalen Aktivierungen automatisch und unwiderruflich löschen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass niemand, der etwas online ausleiht, in die Verlegenheit kommt, die Leihfrist zu überziehen oder zu schummeln. Für dich hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass du dir auf der einen Seite einen geliehenen Film auf einer Vielzahl von internetfähigen Geräten, Fernseher, PC, Tablet oder Smartphone anschauen kannst, auf der anderen Seite der Speicherplatz des Gerätes aber nicht überfüllt wird. Du hast also Vergnügen, ohne dafür etwas Neues anschaffen zu müssen. Drittens, Tauschbörsen. Tauschbörsen wie der Tauschring Hamburg, www.tauschring-hamburg.org, sind eine dritte Alternative zum reinen Kaufen von Unterhaltungsartikeln. Die Börsen funktionieren im Prinzip wie ein Flohmarkt. Du gehst mit den Sachen, die du eintauschen möchtest, zu einer Börse und bezahlst eventuell einen Eintrittspreis. Danach erhältst du einen Platz zugewiesen, auf dem du deine Dinge zeigen kannst. Wenn du auf der Veranstaltung etwas siehst, was dir gefällt, dann tauschst du es gegen etwas von deinen mitgebrachten Sachen ein. Der Unterschied zum Flohmarkt besteht darin, dass du bei einer Tauschbörse nicht für die Artikel Geld ausgeben musst, sondern direkt dein Eigentum gegen das einer anderen Person wechselst.
Auch wenn das Prinzip ideal für ein minimalistisches Leben ist, gibt es doch ein paar Dinge, die du beachten solltest. Tauschbörsen sind leider noch nicht ganz so stark verbreitet wie Flohmärkte. Das bedeutet, dass es schon mal etwas schwieriger sein kann, eine Börse in der Nähe zu finden. Dann musst du alles, was du eintauschen willst, auch mit dir tragen. In manchen Fällen kann das schwierig werden, wenn du beispielsweise den Nahverkehr benutzen und dort deine Sachen transportieren musst. Zu guter Letzt ist es immer mit etwas Glück verbunden, ob du auf einer Tauschbörse überhaupt etwas findest, was dir gefallen würde und dafür auch einen deiner Artikel eingetauscht bekommst. Nach einzelnen Dingen wie einem ganz bestimmten Buch oder einem bestimmten Film zu suchen, ist nahezu unmöglich. Dafür kannst du viel Überraschendes finden, was du so eigentlich nicht gesucht hattest, das aber trotzdem dein Interesse geweckt hat. Somit ist die Tauschbörse eher etwas für dich, wenn du nicht allzu spezielle Dinge suchst und eher auf den Griff in die Wundertüte hoffst. Ansammlungsgefahr, Geschenke und Souvenirs. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch darauf eingehen, wie du vermeiden kannst, dass Feiertage oder eine Urlaubsreise zum Anfang von neuen Ansammlungen in deinem Zuhause werden. Tage wie Weihnachten, der Valentinstag, Ostern und dein Geburtstag sind ohne Zweifel schön, haben allerdings ein gemeinsames Problem. Sie bringen dir neue Dinge ins Haus. Zum Geburtstag bekommst du vielleicht eine neue Jacke, zu Weihnachten ist es ein neues Smartphone und zu Ostern gibt es Figürchen in Form von Hasen. Auch wenn die Gesten an sich nett gemeint sind, besteht dennoch ein Risiko, dass die Geschenke deinen minimalistischen Haushalt wieder neu befüllen. Das gleiche Risiko besteht auch, wenn du verreist und im Urlaub überlegst, ob du dir ein oder mehrere Andenken zulegen solltest. Ein neuer Gegenstand kann ja nicht so schlimm sein. Aber wenn du nicht aufpasst, werden aus einem Geschenk oder einem Andenken zwei und dann wird es wieder mehr und wieder, bis du am Ende wieder Regale voll mit Sachen hast, die zwar nett aussehen, die von dir aber so gut wie gar nicht genutzt oder auch beachtet werden. Damit es erst gar nicht so weit kommen kann, solltest du auch bei Geschenken und Souvenirs von vornherein eine klare Linie verfolgen. Entweder verfolgst du auch bei diesen Dingen die 1-für-1-Regelung. Für jedes Geschenk, das du bekommst und jedes Souvenir, das du dir zulegst, entfernst du einen Gegenstand von gleichem Stellenwert aus deinem Besitz. Für zwei Shirts werden zwei Shirts auch aussortiert. Für ein neues Spiel trennst du dich von einem alten und für ein neues Souvenir entsorgst du einen alten Dekogegenstand. Auf diese Weise behältst du das Gleichgewicht in deinem Haushalt auch bei Geschenktem und Andenken bei. Oder du sagst deinen Freunden und Bekannten einfach, dass du keine Sachgeschenke mehr bekommen möchtest. Wenn sie dir etwas schenken möchten, dann können sie dir Gutscheine oder Geldgeschenke machen. Alternativ würden sich auch Geschenke wie ein schickes Abendessen oder einen Ausflug anbieten, da diese noch etwas persönlicher sind. Für die Andenken aus dem Urlaub bist du aber allein verantwortlich. Behandle sie einfach, wie du auch andere Anschaffungen behandeln solltest. Frage dich, ob du dieses eine Souvenir wirklich brauchst und überschlafe den Kauf zur Not noch einmal. Mit dem richtigen Maß an Selbstkontrolle wird es dir leicht fallen, dein Zuhause auch mit solchen Dingen nicht unnötig zu überfüllen. Kapitel 9 Minimalismus im Alltag. Der Minimalismus, den du in deinem Zuhause anwendest, lässt sich auch dazu verwenden, um deinen Alltag zu einem gewissen Grad zu vereinfachen. Die folgenden Methoden zeigen dir, was du ausprobieren kannst, um deinen Alltag ein wenig minimalistischer zu gestalten. Strukturiere deinen Tag. In deinem Alltag folgst du häufig groben Zeiteinteilungen, die stark von deinen Lebensumständen abhängen. Diese Zeiteinteilungen sehen zum Beispiel so aus, dass du morgens um 7 aufstehst, frühstückst, dich anziehst und dann von 8 bis 17 Uhr arbeitest. Nach 17 Uhr hast du Feierabend und kümmerst dich in dieser Zeit um deinen Haushalt, deine Familie
Oder gönnst dir einfach etwas Freizeit, bevor es gegen 22 Uhr wieder ins Bett geht. Diese grobe Einteilung hilft dir zwar durch den Tag zu kommen, bietet aber sicherlich auch Raum für Optimierungen. An einigen Stellen lässt sich Zeit einsparen, wenn du gewisse Dinge vorbereitest. An anderen Stellen kannst du womöglich Aufgaben zusammenlegen, um dir Wege zu sparen. Kleine Änderungen dieser Art bringen dir nicht nur mehr Zeit ein, sondern können dabei helfen, Stress zu vermeiden und sich mehr Zeit für die Dinge zu nehmen, die dir persönlich wichtiger sind. Um diese kleinen Optimierungen zu finden, gehst du so vor. Erstens, finde die Stressauslöser. Versuche zunächst, die größten Brennpunkte in deinem Alltag auszumachen. Bist du jemand, der gerne länger schläft, sich dann aber beim Fertigmachen für die Arbeit selbst unter Stress setzt? Oder ist dein Feierabend eher stressig, weil du dir zu viel vorgenommen hast und kaum genügend Zeit für alles hast? Zweitens, suche nach Lösungen. Wenn du für dich die größten Quellen von Stress in deinem Alltag gefunden hast, dann suchst du nach den kleinen Stellschrauben, die du verändern kannst, um den Stress zu verringern. Hierzu ein kleines Beispiel. Du musst morgens um 8 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein, aber du magst nicht zu früh aufstehen. Wenn dein Wecker um 7 Uhr klingelt, wird gefrühstückt, was schon 20 Minuten dauert. Dann suchst du deine Arbeitskleidung raus und hast wieder 10 Minuten verbraucht. In den letzten 30 Minuten musst du dir noch schnell die Zähne putzen, deine Tasche und dein Portemonnaie suchen und dann schnell zur Arbeit sprinten, was du immer gerade so schaffst. Um diese Situation zukünftig zu entschärfen, wäre es das Einfachste, eine Stunde früher aufzustehen. Falls das aber keine Lösung ist, dann bereitest du deinen Tag einfach vor. Leg dir deine Arbeitskleidung schon am Vorabend raus, damit du sie nicht erst lange suchen musst. Sortiere deinen Kühlschrank so, dass du die Dinge, die du zum Frühstück am liebsten isst, auch am leichtesten erreichen kannst und sie nicht erst lange suchen musst. Lege deine Schlüssel, deine Brieftasche und deine Arbeitsmaterialien bereits am Abend zusammen und platziere sie in der Nähe deiner Wohnungstür. Und versuche 5 Minuten früher aus dem Haus zu kommen, damit du ein klein wenig mehr Zeit hast für deinen Weg zur Arbeit. Drittens, behalte den Überblick. Ähnlich wie bei diesem einfachen Beispiel kannst du deinen restlichen Tag auch durchstrukturieren. Die Veränderungen an sich wirken vielleicht geringfügig, aber du wirst schnell feststellen, dass sie dir deinen Alltag erheblich vereinfachen und auch Zeit einsparen, die du dann wiederum für andere Dinge nutzen kannst. Versuche außerdem zu vermeiden, dass du dir selbst zu viel vornimmst. Wenn drei verschiedene Aufgaben anstehen, du aber nur für zwei wirklich Zeit hast, dann mach diese beiden lieber gründlich, aber in deinem eigenen Tempo und verschiebe die dritte Aufgabe auf den nächsten Tag. Es nützt nämlich überhaupt nichts, wenn du dich selber unter Druck setzt und dadurch die Aufgaben womöglich schlechter ausführst, als es dir gefällt. Suche nach anderen Wegen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn wir einen Weg gefunden haben, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, dann behalten wir diesen Weg für gewöhnlich auch bei. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns auf den Strecken, die wir kennen und die wir regelmäßig gehen oder fahren, einfach sicherer fühlen. Aber was bringt dir eine Strecke, die du kennst, wenn du jeden Tag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Stau stehen musst? Und wie gut ist eine Strecke, wenn du immer auf dem letzten Drücker an deinem Ziel ankommst? Nimm dir einmal an einem freien Tag die Zeit, um zu schauen, ob es andere Wege gibt, um zur Arbeit oder zum Einkaufen zu kommen. Nutze eventuell auch mal ein Navigationsgerät oder einen Routenplaner. Diese Geräte sind in der Lage, dir die kürzesten Strecken zu deinem Ziel anzuzeigen. Fahr oder laufe die empfohlenen Strecken einmal ab und messe die Zeit, die du brauchst. Probiere die Strecken auch mal zu verschiedenen Tageszeiten aus, um zu sehen, ob es zu Engpässen oder Verlangsamungen, unter anderem zu den Hauptverkehrszeiten, kommt.
Nach deiner kleinen Erkundung vergleichst du die ausprobierten Wege dann mit deiner normalen Route und nimmst alles in die Betrachtung mit hinein, was du bemerkt hast. Also die Länge einer Strecke, die benötigte Zeit und Dinge wie Zeiteinbußen, wenn morgens eine bestimmte Kreuzung sehr stark befahren ist oder ähnliches. Vielleicht stellst du fest, dass der Weg, den du normalerweise nimmst, schon die beste Route ist. Womöglich bemerkst du aber auch, dass du schneller und bequemer zu deinem Ziel kommst, wenn du eine andere Strecke fährst. Ein Gang, mehrere Aufgaben. Jeder Gang, den du machst, bietet dir Potenzial, um mehr als nur eine Aufgabe zu erledigen. Stell dir vor, dass du im Büro drei Dinge erledigen willst: deinem Chef die Papiere bringen, die er benötigt, kurz mit deinem Kollegen reden und dir einen Kaffee kochen. Natürlich könntest du jede Handlung einzeln machen. Du würdest erst zum Chef gehen, danach an deinen Platz zurückkehren, dann zum Kollegen gehen, nach dem Gespräch wieder an deinen Platz kommen und zum Schluss noch einmal aufstehen, um dir einen Kaffee zu kochen. Im Normalfall würdest du so einen Zickzacklauf aber kaum machen. Du würdest alles in einem Gang mit mehreren Etappen machen. Erst gibst du die Dokumente beim Chef ab, dann redest du mit dem Kollegen, anschließend kochst du dir einen Kaffee und erst danach kehrst du an deinen Arbeitsplatz zurück. Genauso wie du in diesem kleinen Beispiel deine Aufgaben kombinieren würdest, kannst du auch im Alltag diverse Aufgaben miteinander kombinieren. Einige dieser Verknüpfungen sind naheliegend. Wenn du die Kinder zur Schule fährst, dann bietet sich ein Einkauf auf dem Rückweg ganz natürlich an. Andere Aufgaben oder Handlungen sind nicht so offensichtlich. Wenn du gerade gegessen hast und eigentlich ins Bad möchtest, warum dann nicht auch gleich den Abwasch erledigen? Auf dem Hinweg bringst du dein Geschirr in die Küche und weißt es, falls notwendig, schon mal ein. Anschließend gehst du ins Badezimmer. Bist du dort fertig, kehrst du in die Küche zurück und erledigst eben den Abwasch. Damit ist der auch getan und du kannst dich deinem restlichen Tag widmen. Oder du weißt, dass du diese Woche einen Termin beim Friseur hast, deine Sachen aus der Wäscherei abholen musst und noch einkaufen sollst. Jede dieser Handlungen lässt sich einzeln erledigen. Dabei geht aber jedes Mal Zeit für den Hin- und den Rückweg verloren. Wenn du diese Aufgaben allerdings kombinierst, dann sparst du die zwei Hin- und zwei Rückfahrten sowie das Benzin, welches du dabei verbrauchen würdest. Verkettest du in der Zukunft weitere Aufgaben miteinander, können die Ersparnisse pro Tag mehrere Stunden sein, die du deutlich besser nutzen kannst, als nur von einem Punkt zum nächsten zu fahren. Öfter mal Pause machen. Beim Minimalismus geht es nicht nur darum, die Dinge zu verkleinern, sondern auch darum, die kleinen Dinge zu nutzen und zu schätzen zu wissen. In diesem konkreten Fall ist gemeint, dass du dir öfter am Tag mal 2 bis 3 Minuten nehmen solltest, um einmal von der aktuellen Aufgabe zurückzutreten. Länger andauernde Arbeiten sind immer eine Belastung, weil sie deine Kräfte verbrauchen und deine Konzentration strapazieren. Das wirkt sich auf deine Stimmung, deine Leistungsfähigkeit und zu guter Letzt auch auf die Qualität deiner Arbeit aus. Darum solltest du dir auch bei dringenden Aufgaben trotzdem immer Zeit für kleine Pausen nehmen. Damit ist nicht gemeint, dass du nur die Finger von der Tastatur nimmst und nur da sitzt, sondern dass du wirklich einfach mal für 2, 3 oder auch 5 Minuten Abstand von deiner Arbeit bekommst. Schalte den Monitor aus. Geh ein paar Schritte. Strecke die Glieder einmal gründlich und atme ein paar Mal tief ein und aus. Dadurch bringst du den Kreislauf wieder ein wenig in Schwung, während dein Gehirn gleichzeitig mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird, damit du dich wieder besser auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren kannst. Es wäre auch von Vorteil, wenn du in deinen kleinen Pausen deine Gedanken auf die Dinge lenken würdest, die du magst, beziehungsweise auf die du dich nach der Arbeit freust. Das gibt dir einen kleinen Motivationsschub, damit du dich anschließend wieder mit dem Rest der Aufgabe beschäftigen kannst. Außerdem hilft es bei Problemen, für die du einfach keine Lösung erkennen kannst, wenn du mal für einen kurzen Moment nicht über sie nachdenkst, sondern dich ablenkst.
Setzt du dich anschließend wieder an die Arbeit, dann besteht eine gute Chance, dass dir fast sofort einfällt, wie das Problem zu bewältigen ist. Darum nutze die kleinen Auszeiten, um Stress abzubauen, gedankliche Blockaden zu lösen und einfach neue Kraft zu tanken. Es klingt zwar etwas esoterisch, aber es wird sich definitiv auszahlen. Kapitel 10: Abschließende Tipps und Tricks. In diesem letzten Kapitel möchte ich dir noch ein paar allgemeine Tipps und Tricks vorstellen, mit denen du einen leichteren Einstieg zum Minimalismus findest oder dein minimalistisches Leben zusätzlich vereinfachen kannst. Liegende Gelder. Nicht alles, was in deinem verkleinerten Haushalt keinen Platz mehr hat, muss auch zwangsläufig weggeschmissen werden. Viele Dinge lassen sich noch gut zu Geld machen, wenn man weiß, wie man vorgehen muss. Dies sind die beliebtesten Methoden. Erstens, der Flohmarkt. Der Flohmarkt ist so ziemlich die einfachste Lösung, wenn du deine aussortierten Dinge noch zu Geld machen möchtest. Du musst dich lediglich beim Betreiber anmelden und eine Gebühr bezahlen. Danach erhältst du einen Platz und kannst dort deine Waren aufbauen. Wenn jemand vorbeikommt und etwas sieht, was ihm gefällt, müsst ihr euch nur noch auf einen Preis einigen und schon findet das Objekt einen neuen Besitzer. Die Preisgestaltung ist dir dabei frei überlassen. Du solltest aber bedenken, dass du in den wenigsten Fällen auch wirklich das ausgezahlt bekommen wirst, was du erwartest oder was ein Gegenstand wert sein könnte. Selbst wenn ein Artikel neuwertig und noch in seiner Originalverpackung eingeschweißt ist, wird sich nur schwer jemand finden lassen, der den Ladenpreis dafür bezahlen möchte. Darum fasse deine Preisvorstellungen nicht zu eng, sondern lass einen gewissen Raum für Verhandlungen. Wenn du einem potenziellen Käufer preislich etwas entgegenkommst, dann steigt die Chance, dass es auch zum Verkauf kommt. Es ist aber nicht gemeint, dass du deine Sachen völlig unter Wert verkaufst, nur um sie loszuwerden. Eine teure Spielekonsole muss also nicht für einen Euro angeboten werden. Frage dich, was du für einen Artikel auch im Hinblick auf seinen Zustand und sein Alter zahlen würdest, wenn du ihn auf einem Flohmarkt finden würdest. Das gibt dir schon eine ziemlich gute Vorstellung davon, was du als Preis verlangen kannst. Übrigens solltest du aufpassen, wenn du Sammelobjekte wie Ü-Eier-Figuren, Sammelkarten oder dergleichen verkaufen möchtest. Man sieht es ihnen vielleicht nicht an, aber manche dieser Dinge sind richtig wertvoll. Darum wäre es nicht verkehrt, wenn du dich bei diesen Artikeln vorher im Internet einmal informierst, ob sie einen Sammlerwert haben, damit du bei späteren Verhandlungen nicht über den Tisch gezogen wirst. Zweitens, Online-Auktionen. Online-Auktionen sind eine bequeme Alternative zu klassischen Flohmärkten, da du nicht erst deine ganzen Dinge in Kisten durch die Gegend tragen musst, sondern alles von zu Hause aus regeln kannst. Bei einer Online-Auktion werden die Artikel einzeln mit einer entsprechenden Anzeige auf der Plattform eingestellt. Dabei solltest du nicht nur beschreiben, was der Artikel ist bzw. wofür er verwendet werden kann, sondern auch den Zustand angeben. Hierbei ist es besser, wenn du eine ehrliche Einschätzung gibst und nicht werbend übertreibst. Ein neuer, noch nie gebrauchter und original verpackter Artikel ist sicherlich neu, aber ein 20 Jahre alter Artikel mit deutlichen Fehlern lässt sich kaum als neuwertig bezeichnen. Es macht übrigens nichts, wenn ein Artikel kaputt oder defekt ist. Auch solche Auktionen können ihre Bieter finden, sofern du auch angibst, dass ein Defekt vorliegt. Schreib dann einfach einen Zusatz wie für Bastler und hoffe aufs Beste. Bei deiner Auktion wäre auch noch ein Foto von dem jeweiligen Artikel empfehlenswert, um damit mehr Aufmerksamkeit auf die eigenen Auktionen zu lenken. Abschließend gibst du dann noch ein Start- oder Mindestgebot sowie die Dauer der Auktion an. Auch hierbei gilt, wie du den Preis setzt, ist dir völlig selbst überlassen. Höhere Mindestangebote, also beispielsweise 100 Euro, sind aber nur dann angebracht, wenn der Artikel auch wirklich einen ähnlichen Wert hat und in einem sehr guten Zustand ist.
Für einen ramponierten 5-Euro-Fußball aus dem Discounter würde beispielsweise niemand etwas bieten, wenn du dafür ein Startgebot von 85 Euro veranschlagen würdest. Tatsächlich ist es oft sinnvoller, den Startpreis etwas niedriger zu gestalten. Denn dadurch werden auch User zum Bieten motiviert, die nicht viel Geld haben oder ausgeben wollen. Das kann die Auktion in Schwung bringen, sodass mehr Besucher mitbieten und dadurch den Preis automatisch erhöhen. Ist eine Auktion ausgelaufen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hattest du mit deinem Angebot Erfolg, in diesem Fall werden die Zahlungs- und Versandinformationen ausgetauscht. Ist das Geld dann bei dir angekommen, musst du den Artikel nur noch zur Post bringen, damit er den Weg zu seinem neuen Besitzer antreten kann. Oder aber du hattest keinen Erfolg. Auch dieser Fall kommt vor, wenn das Angebot nicht interessant genug gewesen ist oder dein Startgebot zu hoch gegriffen war. Du kannst noch einmal versuchen, den Artikel mit einem überarbeiteten Angebot online zu stellen oder du siehst dich nach anderen Möglichkeiten um, um das Produkt zu Geld zu machen. Drittens, Online-Kleinanzeigen. Die Online-Kleinanzeigen funktionieren prinzipiell wie die Online-Auktionen. Du stellst auf die gleiche Weise deine Artikel online und legst eine Preisvorstellung fest. Anders als bei einer Auktion geben interessierte User aber keine Gebote ab, sondern kaufen den Artikel für den Preis, der angegeben ist. Nur wenn du entweder gar keinen Betrag angibst oder deine Preisvorstellung mit V.B. für Verhandlungsbasis markierst, sind die User aufgefordert, dir zuerst einen Betrag zu nennen, den sie eventuell zahlen würden. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass nicht automatisch der Interessent den Zuschlag erhält, der am meisten bietet. Die endgültige Wahl, wem du die angebotenen Dinge verkaufst, liegt bei dir. So ist es auch möglich, jemandem etwas für einen günstigeren Preis zu verkaufen, wenn er zum Beispiel dafür die Versandkosten übernimmt oder den Artikel selbst abholen möchte. Diese Variante würde dir sogar den Weg zur Post sparen und du könntest die Bezahlung direkt bei Übergabe angeben, wenn du das Geld für den Artikel lieber im Bar statt als Überweisung bekommen möchtest. So ist diese Form des Verkaufes noch ein wenig bequemer als eine Online-Auktion. Viertens, Online-Ankäufer. Bücher, CDs, DVDs und Videospiele lassen sich im Zweifelsfall auch über Online-Ankäufer umsetzen. Die Ankäufer arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Du meldest dich auf einer Plattform wie momox.de oder rebuy.de an und richtest dir dort ein Konto ein. Anschließend gibst du an, welche Artikel du gerne verkaufen würdest. Das funktioniert zum Beispiel, indem du den Barcode oder die ISBN-Nummer des Artikels auf der Seite angibst. Wenn ein Gegenstand im Online-Katalog der Plattform vorhanden ist, erhältst du eine Produktvorschau und kannst dort gegebenenfalls noch den Zustand des Artikels hinzufügen. Anschließend hast du die Möglichkeit, weitere Dinge zu deiner Verkaufsliste hinzuzufügen oder den Verkauf abzuschließen. Dazu erhältst du einen Adressaufkleber zum selber ausdrucken und Anweisungen, wie du die einzelnen Artikel zu verpacken hast. Ist dein Paket fertig, bringst du es zur Post und erhältst nach dem Eingang der Ware beim Ankäufer dein Geld. Als Vorteil dieser Methode ist zu erwähnen, dass es relativ einfach geht, weil du wirklich Schritt für Schritt durch den Verkauf und den Versand gelotst wirst. Die Ankäufer bezahlen im Regelfall sogar den Versand, sodass für dich nur die Kosten des eigentlichen Paketmaterials entstehen. Außerdem ist ein Verkauf nahezu sicher. Die Ankäufer behalten sich allerdings das Recht vor, einzelne Artikel abzulehnen, weil sie zum Beispiel zu stark beschädigt sind und deshalb nicht mehr als verkäuflich betrachtet werden. Der Nachteil ist dafür, dass der Gewinn für dich im Vergleich zu den anderen Methoden sehr gering ist. Für ältere Bücher oder Filme gibt es oft nur ein paar Cent. Für aktuellere Titel erhältst du selten mehr als 10 Euro. Wenn es dir um den finanziellen Aspekt geht, dann solltest du die Methode mit den Online-Ankäufern deshalb auch eher versuchen, nachdem du andere Möglichkeiten vorher bereits ausprobiert hast.
Fünftens, Secondhand- und Gebrauchtwarengeschäfte. Eine letzte Alternative, die zu erwähnen wäre, sind Secondhand- und Gebrauchtwarengeschäfte. Hierbei bringst du, ähnlich wie beim Flohmarkt, alle Stücke ins Geschäft, die du verkaufen möchtest. Die Betreiber des Geschäftes schauen die Sachen durch und schlagen dir dann einen Preis für einzelne Stücke oder das ganze Sortiment vor. Eventuell lässt sich auch ein wenig handeln, wenn deine Preisvorstellungen höher liegen. Es wird aber generell so sein, dass du nie den vollen Betrag für ein Produkt, egal wie gut behalten oder selten benutzt, in einem Secondhand-Geschäft erhalten wirst. Dafür ist eine Abnahme deiner Sachen fast garantiert, sofern es keine großen Mängel wie riesige Löcher in Kleidungsstücken oder dergleichen gibt. Immer mal wieder nachräumen. Auch für Minimalisten ist es schwierig, sich den Gewohnheiten des Kaufens und Beschenktwerdens völlig zu entziehen. Auf die ein oder andere Weise wird sich immer mal wieder etwas Kleines oder Größeres zu dir verirren, was du dann auf ein Regal stellst, in den Schrank beförderst oder im Keller lagerst, weil du nicht weißt, wo du es sonst aufbewahren könntest. Um aber zu verhindern, dass deine Wohnung oder dein Haus über kurz oder lang wieder zu einer Ansammlung von Staubfängern wird, hilft es nur, wenn du dein Zuhause immer mal wieder von Neuem einschätzt und aufräumst. Dabei solltest du nach Möglichkeit einen gleichmäßigen Rhythmus beibehalten. Versuche zum Beispiel alle 3 Monate jedes Zimmer einmal mit kritischem Blick anzugehen, um dir ein Bild davon zu machen, wofür du noch Verwendung hast und was von den Dingen, die sich wieder angesammelt haben, entsorgt werden sollen. Du wirst feststellen, dass die Arbeit des erneuten Ausräumens deutlich leichter und schneller geht, wenn du es regelmäßiger machst. Denn wenn du selbst auf dein Kaufverhalten achtest, wird sich in der Zeit weniger materieller Ballast bei dir ansammeln können. Somit musst du auch weniger aussortieren, was selbst aus dem unliebsamen Aufräumen des Kellers eine Aufgabe von höchstens 30 Minuten macht. Freue dich für andere, aber lass dich nicht beeindrucken. Es wird auch gelegentlich vorkommen, dass einer deiner Freunde, Bekannten oder Kollegen im Gespräch stolz seinen neuesten Besitz präsentiert. Egal, ob es sich dabei um ein neues Tablet, ein E-Bike oder nur um neue Schuhe handelt. Es ist neu und er oder sie möchte die Umstehenden in Staunen versetzen. Vielleicht fällt auch so ein Satz wie: Das musst du dir unbedingt auch holen. Tritt dieser Fall ein, dann lächle und freue dich für dein Gegenüber. Er oder sie ist glücklich über die neue Errungenschaft. Das ist für die Person zweifellos gut. Lass dich aber nicht von der Präsentation so verwirren, dass du sofort losläufst und dir auch so einen Artikel kaufst. Frage dich wieder selbst: Brauche ich das? Brauchst du das neueste Tablet oder überhaupt ein Tablet, nur weil es vielleicht eine Handvoll netter Funktionen hat? Bist du bisher ohne das, was das gezeigte E-Bike dir bieten kann, auch klargekommen? Und sind die Schuhe in irgendeiner Weise besser oder nützlicher als die, die du bereits besitzt? Häufig, wenn wir von anderen Personen ihren Besitz gezeigt bekommen, tritt bei uns ein: Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, Denken ein. Wir beneiden das, was ein anderer hat, und wollen es dann auch haben. Trenne dich von diesem Denken, denn es ist falsch. Du weißt nicht wirklich, ob bei deinem Freund oder deinem Kollegen wirklich alles besser ist, nur weil er sich jetzt wieder etwas Neues anschaffen konnte. Vielleicht hat er sehr lange sparen oder arbeiten müssen, um sich diese neue Anschaffung erlauben zu können. Vielleicht ist es auf Raten gekauft und er muss es die nächsten 24 Monate abbezahlen. Eventuell musste er auf etwas verzichten, was er womöglich eher hätte gebrauchen können. Oder, was am häufigsten der Fall ist, die angepriesene Neuanschaffung wirkt zwar auf den ersten Blick toll und ist für deinen Kollegen auch eine echte Bereicherung. Wenn du dich damit aber länger beschäftigst, findest du viele Sachen, die dich stören und die dir nicht gefallen. Darum freue dich für deine Mitmenschen, aber sei dir bewusst, was du wirklich brauchst und worauf du getrost verzichten kannst.
Schließe Unvollendetes ab. Der Zusammenhang liegt womöglich nicht ganz so nah, aber unvollendete Projekte können mit ein Grund dafür sein, dass du neue Dinge ansammelst. Ein Beispiel. Du möchtest Gitarre spielen lernen. Dazu benötigst du eine Gitarre, Noten, vielleicht einen Notenständer und Anleitungen. Du übst jeden Tag, verlierst aber schon nach 2 Wochen die Lust. Dein nächstes Vorhaben ist es, eine Fremdsprache zu lernen. Also kaufst du dir Bücher und Sprachtrainer, gibst das Projekt aber wieder auf und wendest dich dem Sport zu. Zugegeben, die oberen Beispiele sind eher Hobbys als Projekte, aber sie verdeutlichen, was gemeint ist. Wenn du etwas anfängst, es abbrichst und wieder etwas Neues beginnst, dann füllt sich dein Zuhause nach und nach mit den Resten deiner unfertigen Projekte an. Kommt es dann mal zu der Frage, ob du die Sachen ausräumen sollst, willst du sie häufig noch behalten, weil du ein wenig Hoffnung hast, dass du deine Projekte irgendwann in ungewisser Zukunft erfüllen kannst. Lass es nicht so weit kommen. Strukturiere deine Vorhaben stattdessen und arbeite sie nacheinander ab. Du willst eine Sprache lernen? Dann mach das auch und lass dich nicht ablenken. Du willst ein Buch schreiben? Also schreib ein Buch. Es ist nicht wichtig, wie groß, klein oder wichtig ein Projekt ist. Das Pflanzen und Pflegen eines Tomatenbeetes kann für dich genauso wichtig sein wie Skifahren lernen. Du musst nur eine Vorstellung davon haben, was du überhaupt machen willst. Möchtest du beispielsweise eine Sprache nur so weit lernen, dass du damit in einem Restaurant bestellen könntest? Oder möchtest du wirklich in der Lage sein, dich zu unterhalten oder Texte zu lesen? Möchtest du wirklich ein Buch schreiben oder doch eher eine Kurzgeschichte? Hast du dein Projekt konkret gefasst, dann setz dir selbst eine Frist. Nimm dir 1, 3 oder auch 6 Monate, in denen du dich mit dem Projekt auf jeden Fall beschäftigst. Diese Frist soll dir helfen, festzustellen, ob du wirklich genug Interesse und Energie hast, um deine Vorstellungen auch in die Tat umzusetzen. Es ist klar, dass einige Projekte mehr Zeit in Anspruch nehmen als andere. Und es ist ebenso klar, dass du nicht jeden Tag total motiviert sein wirst, um dein Projekt weiter voranzutreiben. Das ist auch nicht schlimm. Mach dann einfach 1 oder 2 Tage Pause und schaue danach, ob du dich dazu bringen kannst, weiterzumachen. Fang in der Pause aber nicht wieder eine andere Sache an, um dich von deinem eigentlichen Vorhaben abzulenken. Nach dem Ablauf deiner Frist blickst du zurück auf deine Fortschritte und dein Arbeitsverhalten. Wenn du weder die Lust noch die Motivation dazu findest, um mit dem angefangenen Projekt weiterzumachen, dann mach einen Strich drunter. Breche das Vorhaben ab und entsorge alles, was damit zu tun hat und was du somit nicht mehr brauchst. Kein vielleicht irgendwann mal oder ähnliche undeutliche Angaben. Wenn es beendet ist, ist es beendet. Ein klares Ende bedeutet auch, dass du dann einen neuen Start mit einem anderen Projekt machen kannst, ohne dass du dich über Halbfertiges ärgern musst. Teile deine Erfahrungen. Ein minimalistisches Leben ist aus deiner Sicht vielleicht sinnvoll, aber du wirst auch auf viele Leute treffen, die mit Minimalismus nichts anfangen können. Sie können nicht verstehen, warum du Dinge, die du gekauft oder geschenkt bekommen hast, so radikal entsorgst. Sie haben den Begriff Minimalismus entweder noch gar nicht gehört oder haben falsche Vorstellungen davon, was es damit auf sich hat. Kläre sie auf, was du machst und warum du es machst. Versuch ihnen zu beschreiben, was du in deinem verkleinerten Haushalt gefunden hast. Wenn du mit deinen Mitmenschen vernünftig redest, dann werden sie verstehen, was du machst und welche Vorzüge es gegenüber deinem vorherigen Lebensstil haben mag. Durch deine Erfahrungen kannst du bewirken, dass dein Umfeld dein minimalistisches Leben akzeptieren kann und dich unterstützen kann. Womöglich möchten einige deiner Bekannten und Freunde es auch ausprobieren, sodass du ihnen Tipps geben kannst, wenn sie Einstiegsschwierigkeiten haben. Das Teilen deiner eigenen Erfahrungen soll dir aber auch selbst eine kleine Hilfestellung bieten. Du reflektierst damit, wie du dich verändert hast,
welchen Weg du bereits zurückgelegt und was du dir noch alles vorgenommen hast. Du kannst überlegen, ob du noch kleine Stellschrauben in deinem Alltag findest, an denen du arbeiten müsstest. Außerdem hast du die Möglichkeit, dir die Einsicht von Außenstehenden zu suchen, die bisher noch nichts mit Minimalismus zu tun hatten. Deine Bekannten haben vielleicht Ideen, auf die du bisher selbst noch nicht gekommen bist. Fordere dich selbst heraus. Falls du das Gefühl hast, dass du immer noch zu viele Dinge besitzt, dann probiere eine Minimalismus-Challenge, wie in diesen Beispielen aus. Erstens die 100-Dinge-Challenge. Nimm die 100-Dinge-Challenge von Dave Bruneau als Vorlage. Zähle 100 Dinge auf, die unabdingbar für dich sind, und sortiere alles andere für eine Zeit lang aus. Du musst dich nicht trennen, aber lagere die Dinge, die dein Besitzlimit während der Challenge übersteigen, kurzzeitig in einer Kiste im Keller oder in einem anderen Abstellraum. Im Gegensatz zu Brunos Selbstversuch würde es aber auch schon reichen, nur einen Monat mit der Challenge zu leben, um zu merken, ob du mit deinem bisherigen minimalistischen Leben zufrieden bist oder ob du eigentlich auch mit weniger Besitz zurechtkommen würdest. Zweitens die 10-Dinge-Challenge. Wenn du auf der Suche nach einer etwas fokussierteren Herausforderung bist, wie wäre es mit der 10-Dinge-Challenge? Bei dieser Challenge verringerst du nicht deinen ganzen Besitz auf nur 10 Stücke, sondern einzelne Bereiche. Das heißt, dass du während der Herausforderung nur 10 Sachen im Badezimmer, 10 Kleidungsstücke, 10 Dinge in der Küche und dergleichen nutzen darfst. Damit lässt sich genau feststellen, in welchen Bereichen du dich bereits bis zu deinem Limit verringert hast und wo noch Nachholbedarf besteht. Merkst du, dass du in einem Bereich nicht mit den 10 erlaubten Gegenständen auskommst, dann heißt das, dass dein Limit überschritten ist. Du hast dich so weit in diesem Schwerpunkt eingeschränkt, dass du mit weniger nicht leben könntest. Stellst du dagegen fest, dass du auch mit 10 Sachen noch ohne Probleme die Aufgaben in diesem einen Bereich erledigen könntest, dann bedeutet es, dass du dein Gegenstandslimit dort noch nicht erreicht hast. Es lässt sich also noch mehr entsorgen, ohne dass du Schwierigkeiten bekommst. Drittens die Minus-1-Challenge. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Challenge für einzelne Gegenstände zu machen. Wenn du dich beispielsweise fragst, ob du ohne einen Computer zu Hause auskommen würdest, dann probiere es einfach aus. Der erste Schritt ist es, den Gegenstand zu entfernen. Dazu reicht es schon, wenn du deinen PC mit einem Laken oder einer Schutzfolie abdeckst, solange du ihn nicht benötigst. Anschließend führst du eine Liste, wie lange du es ohne den Computer aushältst. Vergeht ein Monat, ohne dass du auch nur einmal an den PC gehen musst, dann ist dieser in deinem Zuhause definitiv nicht notwendig. Auf die gleiche Weise lässt sich für nahezu jedes Objekt, außer Dekorationsgegenstände, ermitteln, ob du es wirklich brauchst oder doch eigentlich ganz gut ohne es leben kannst. Kapitel 11 Schluss. Der Minimalismus ist ein spannendes Thema. Was als Selbstversuch eines Einzelnen begann, hat sich zu einem Lebensstil für viele entwickelt. Ich habe dir in diesem Buch die Geschichte und die Ursprünge etwas näher gebracht und dir erklärt, welche Vorzüge es haben kann, wenn du dich von überflüssigen Dingen befreist. Du hast erfahren, mit welchen Mitteln du dein eigenes Leben minimalistisch gestalten kannst und ein paar Tipps gefunden, falls du am Anfang Schwierigkeiten hast. Wir haben uns zudem damit auseinandergesetzt, dass Minimalismus mehr als nur das Verkleinern und Strukturieren deines Haushaltes ist. Auch im Alltag finden sich kleinere oder größere Möglichkeiten, um etwas minimalistischer zu leben. Ich habe dir auch erklärt, wie dein Kaufverhalten durch Supermärkte, die Werbung und dein Umfeld beeinflusst wird und dir Strategien aufgezeigt, damit du dich zukünftig gegen unnötige Anschaffungen schützen kannst. Abschließend habe ich dir noch ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen sich deine aussortierten Dinge eventuell noch zu Geld machen lassen und sich ein minimalistisches Leben noch weiter optimieren lässt. Wenn du die Hinweise und Strategien dieses Buches als Hilfestellung nimmst,
dann wird es dir sicherlich schnell gelingen, auch in deinem Zuhause und deinem Leben wieder Platz zu schaffen. Ich wünsche dir gutes Gelingen dabei, den Minimalismus auf deine eigene Art zu entdecken und zu leben. Ich hoffe sehr, dass ich dein Leben mit den Tipps, die ich dir in diesem Buch an die Hand gegeben habe, verbessern kann und würde mich sehr über eine Rezension auf Amazon freuen, sofern dir das Buch gefallen hat. Das war Minimalismus im Haus. Leben statt Wohnen. Mehr Raum in Haus und Kopf für ein glücklicheres Leben. Geschrieben von Brandon Michaels und Miranda Michaels. Gelesen von Elke Winkler. Lars Tiefel, 2016. Audible hopes you have enjoyed this program.